Schachtanlage Westende, und zwar der letzte Schacht 4 Schloss am 31. Juli 1968 für immer seine Tore, und das ist natürlich, wie jeder weiß, bereits mehr als ein halbes Jahrhundert her. Damit nicht alles vergessen wird, ist es, wie ich meine, ganz interessant, dieses Video hier anzusehen. Insgesamt zehn Hüttenwerke, und wohl fast genauso viele Bergwerke gab es in der Stadt Montan Duisburg, als Kohle und Stahl zehntausenden Menschen Arbeit gab. Dazu gehörte mein Vater, der Kohlenhauer Johann Schwebs. Diese alten Industrieanlagen haben Spuren hinterlassen in Namen wie Westender Straße oder wie sogar in dem Meidericher Fußballverein, der in 1902 gegründet wurde und dessen Sportstätte direkt an der alten längst verschwundenen Zeche Westende Schacht 1 liegt. Aber das alles gerät mehr und mehr in Vergessenheit. Ich mache hiermit, aus 9100 Kilometern Entfernung mit meinen fast 73 Jahren, also ziemlich genau nach 56 Jahren der Zechenschließung, einen Rückblick in Bild und Ton auf die alte, einstmals stolze meider schachtanlage unter anderem auch mit Spuren, die in meinem alten Gedächtnis an die damalige Zeit verblieben sind. Der Lara-Kampfschacht, also der Westende-Schacht 4, war im Vergleich mit anderen Zechen keine malerische Schönheit. Dafür war er aber sehr zweckmäßig, wenn man die Transportverbindungen mit den umliegenden Kokereien und dem Hüttenwerk betrachtete. Mein Name ist Werner Schwebs und ich bin am 4. Dezember 1951 als Sohn des Westenders Kohlenhauers Johann Schwebs in Duisburg geboren worden und habe bis Mitte 1979, also 28 Jahre meines Lebens, in duisburg beek gewohnt, wobei von September 1976 arbeitete ich bereits als Qualitätsstellenleiter in einem Stahlbauunternehmen in der Schweiz. Damals hatte ich in meiner alten Duisburger Heimat nach meiner Fortbildung, trotz vieler Bewerbungen, keine passende Anstellung in einem Hüttenwerk gefunden. Heute sage ich dazu Glück gehabt. Ich lebe nun aber seit 28 Jahren in Thailand. Augenscheinlich, wie man auch aus meinen anderen Videos entnehmen kann, habe ich aber meine alte Heimat, den Duisburger Norden, wie er damals war, trotz meines Weltenbummlerlebens, in dem ich Pipeline-Projekte als Projektdirektor und Prokurist bei Mannesmann geleitet habe, nicht vergessen. Mit meiner Arbeit bei Mannesmann lernte ich die Welt kennen. Was wäre die Zeche ohne die Menschen, die in ihr gearbeitet haben? Nichts. Darum erzähle ich hier erst einmal etwas über diese Menschen, mit denen ich als Kind aufgewachsen bin, mit ein paar kleinen Ausschnitten, was ich dabei so erlebt habe. Danach kommen die historischen Einzelheiten, wobei die meisten aus alten Werkszeitungen und Büchern stammen. Dazu beginne ich mit meinem Vater, dem Kohlenhauer Johann Schwebs, der auf Westende arbeitete, und im Jahr 1902 in Graudenz-Westpreußen geboren wurde. Basierend auf seinen Erzählungen fing er 1927 als Bergmann auf der Zeche Westende den Kampfschacht an. Zu der Zeit gehörte das Bergwerk zur Vereinigte Stahlwerke AG und lag mitten im Hüttenwerk laro Es wurden damals viele Schichten gefahren. Das war zu der Zeit in den 20er Jahren eine wirklich schwere Maloche Untertage, wo man sein vorgegebenes Gedinge einfach machen musste. Man verdiente als gelernte Hauer 7 ,50 Mark 50 in einer Schicht, und es wurden drei Schichten gefahren. Die vorherige Schicht musste die Arbeit so hinterlassen, dass die nächste sie sofort aufnehmen konnte. Es musste korrekt gearbeitet werden, aber es gab viele Arbeitsunfälle, die auch teilweise durch die sehr langen Arbeitszeiten verursacht wurden. Des Weiteren gab es sehr viel Steinstaub unter Tage, unter anderem hervorgerufen vom Schießen, also durch Sprengarbeiten. Zu der Zeit sprühte man kaum Wasser im Streb, um den feinen Kohlenstaub zu binden. Der Staub war so fein, dass er sich in der Lunge festsetzte. Den konnte man nicht abwaschen, und später im Alter hatte man eine Staublunge, also Silikose, und bekam einfach keine Luft mehr. Man erstickte. Mein Vater arbeitete bis 1942 auf Westende und ging dann zur Wehrmacht in den Krieg. Dabei war er mit seinen 40 Jahren schon ziemlich alt als Soldat. Er war im Krieg in der Ukraine, Frankreich und Ungarn eingesetzt und kam am Ende des Krieges in amerikanische Kriegsgefangenschaft in Bayern. Nach seiner Kriegsgefangenschaft fing er 1947, also nach einer Unterbrechung von fünf Jahren als Kohlenhauer auf der Lara-Zeche Westende wieder an, wo er bis Mitte 1963 tätig war. In seinen letzten Zechenjahren arbeitete er als Wettermann zu dieser Zeit, also 1963, sagten ihn seine Kumpels während der Arbeit untertage. Jan, du bist zu alt für die Arbeit auf der Zeche hier. Bleib besser zu Hause bei der Mutti und schäle Kartoffeln. Das tat er auch, er wurde von der Zeche Westende pensioniert, bekam aber einen Bergmann-Versorgungsschein und arbeitete für weitere vier Jahre als Waschka und Wärter bei der August Thyssen Hütte in Hamborn. Am 25. Oktober 1971 starb mein Vater mit 69 Jahren im Lara Krankenhaus an Staublunge. Die August Thyssen Hütte führte ihn in der Liste Unsere Toten in der Werkszeitung Unsere ATH auf. Die Bergmannszeitung der Förderturm, die ihn eigentlich hätte aufführen müssen, gab es seit Ende 1969 nicht mehr. Das Bestattungshaus Schlüter aus Begflottenstraße machte die Beerdigung wie schon bei meiner Oma zehn Jahre zuvor. Er wurde im Beisein von seinen alten Westendener Zechenkumpels in bek ostacker auf den Mühlenkamp Friedhof beerdigt, also nicht weit entfernt vom alten Kohlenschacht 48. Der Zeitraum meiner Berichterstattung liegt hier natürlich in den 50er und Anfangs der 60er Jahre. Nun zeige ich hier einige Bilder Beg und von der Zechenumgebung des Kammschachtes, wie ich diese kannte. In den 50er Jahren wurde die Milch noch bei uns in Kannen gekauft. Das war im kleinen Laden Tierfeld, der auf der Bruckhausener Straße nahe der Mittelschule gelegen war. Da musste man über einen ungepflasterten Weg das sogenannte Gängschen von uns aus hinlaufen. Das war auch mein täglicher Schulweg immer vorbei an Tierfeld, Messner Kolonialwaren, Schreibwaren der Heißmangel und der Brotbäckerei. Wir gingen in der Woche sechs Tage zur Schule. Ich zeige hier ein Bild aus anfangs 1969. Hier sieht man das Zumauern eines Tores in der hohen Zechenfestungswand von dem bereits stillgelegtem Schacht Westende. Dieses war das Tor, wo es die sogenannte Mutterklötzkes gab, das war Holz, das aus alten Stempeln zum Ofen anmachen für die Bergleute von der Zeche geschnitten und dort ausgegeben wurde. Das nächste Bild zeigt die alte Lara Straße mit dem Blick in Richtung Kirche. Die Straßenbahnschienen der damaligen Linie 13 sind im Kopfsteinpflaster gut sichtbar. Die Zeche Westende mit ihrer Festungsmauer lag auf der linken Seite. Unten rechts ein Bild eines Wagens der Linie 12. Genauso sah auch die Linie 13 aus, mit der ich als Kind noch an der Zeche Westende vorbeigefahren bin. Man sah zuerst nur die hohe Mauer und das Pförtnerhaus mit dem Zecheneingang, danach in etwas Entfernung konnte man den Förderturm sehen. Der Bahnbetrieb wurde am 2. Mai 1959 eingestellt. Die Spurweite der Bahn war schmal und betrug genau einen Meter. Von der Straßenbahn aus erschienen dann die Häuser der Mühlenfelderstraße, wie in diesem Bild gezeigt. Diese wurden alle einschließlich der kleinen Trinkhalle abgerissen, und der hier im nächsten Bild gezeigte Parkplatz entstand. Ich kannte die kleine Trinkhalle ganz nah am Pförtnerhaus der Zeche, da mein Vater mir dort, wenn wir ab und zu zur Zeche von Beek aus nach Mühlenfeld liefen, immer eine Tüte voller Drops gekauft hatte. Diese Bude war so um die 60 Meter vom Pförtnerhaus entfernt, und zwar auf derselben Seite nach links. Die sieben großen Gichtgasfilter rechts oben, die im Hintergrund gut zu sehen sind, gehörten zu der Lara Phoenix Hochofenanlage, von wo aus das überschüssige Gas nach der Reinigung zum Hermann-Wenzel-Kraftwerk ging. Der Parkplatz von Westende lag rechts neben der Trinkhalle und war damals gegen Ende der 50er Jahre immer leer. Weiter muss ich erwähnen, dass in meiner Kindheit kein Tag verging ohne, dass der Name Westende meistens bei uns zu Hause fiel. Das Wort Westende wurde Tag ein und Tag aus benutzt. Das zweite, nicht weniger benutzte Wort war die Zeche. Selbst in der Volksschule mussten wir die Zeche zeichnen. Ich wusste natürlich, dass der Schacht 550 Meter tief war und sechs Sohlen hatte. Täglich fragte ich meinen Vater, auf welcher Sohle er eingefahren war. Er gab mir dann seine Anfahrmarke, die ich stolz in meinen Händen hielt. Kurz einblenden möchte ich, dass ganz bei uns in der Nähe und sehr gut in Sichtweite von unserer Wohnung die Beeker König Brauerei war. Vielen Kumpels und Hüttenmännern schmeckte das Bier sehr gut, und man spülte sich damit den Staub aus der Kehle. Es roch sehr häufig bei uns nach gebrauten Hopfen und Malz. Trotzdem, ich mochte das Königsmalzbier, das auch wir Kinder trinken durften, was ich wohl zum ersten Mal 1955 schmecken durfte. Das gab es aber bei uns sehr selten. Man kann sagen, dass unsere ganze Umgebung eigentlich nicht schön war. Es war eine Schwerindustrielandschaft, die sich im Norden über Beek, danach Bruckhausen, Altamborn, Marxloh und im Süden über La bis Rohrort hinzog. Westlich davon der Rhein Beeker -Wert und dreieinhalb Kilometer nordöstlich der heutige Landschaftspark Duisburg-Nord das frühere Hüttenwerk Meiderich. Das war meine Großumgebung, die ich damals als Kind kannte. Wer also, wie ich Hüttenwerke, Steinkohlezechen und Kokereien faszinierend fand, war natürlich von dieser Umgebung, mit den Industriegiganten sehr beeindruckt. Die damals außerordentliche angewandte Ingenieurkunst bei der Auslegung dieser verschiedenen Industrieanlagen war einfach imponierend und fast einzigartig. Leider sind so ziemlich alle dieser riesigen Schwerindustriekomplexe verschwunden. Es ist teilweise so, als wenn diese nie existiert hätten, wenn man sich hier zum Beispiel die damalige Hamborner Schachtanlage 48 und die Kokerei 48 am Wittfeld anschaut. Anlagen, die nach der Stilllegung stehen blieben, wurden jahrzehntelang dem Vandalismus ausgesetzt. Siehe hier als Beispiel die ehemalige Phoenix-Sinteranlage in der, wie man früher sagte, in Schweiz, die mittlerweile auch ganz verschwunden ist. Zur Erinnerung, damit nicht alles vergessen wird, hatte ich über diese Sinteranlage ein Video gemacht. Ab und zu sonntags bei schönem Wetter in meiner Kindheit, machten meine Eltern und ich einen Ausflug auf die andere Rheinseite nach Baal. Wir gingen gemeinsam zum bek bahnhof und nahmen da den Dampflokbummelzug und die Freude bei mir war groß. Wenn wir dann im Zug saßen, ging es an der Vogelwiese vorbei und dem Steinkohlenschacht Beekerwerb, der zu dieser Zeit noch in Betrieb war. Danach ging es über die große aus Stahl gebaute Hausknipprheinbrücke in Richtung Baal. Auf der linken Seite sah man dann den vierkantigen steinernen Förderturm des Schachtes 8 der linksrheinischen gelegenen Zeche Rheinpreußen preußen schon sehr gut. Diese 6 Kilometer Zugreise nach Baal, die wir machten, war sehr kurz, aber man sah bereits zwei Bergwerke. Und wenn man es genau betrachtete, gab es ein drittes Bergwerk, die Zeche Rönsbergshof, die nicht weit vom Beeker Bahnhof entfernt war. Was ich damit sagen möchte ist, dass während meiner Jugend in unserer Heimat sehr viele Steinkohlebergwerke existierten und dass die Zechen fast überall bei uns waren. Fast jeden Sonntagsmorgen gab es im Radio das Hafenkonzert von der Schifferbörse in Rohrort. Mein Vater, wenn er keine Schicht hatte, schaltete in unserer Wohnküche das Radio ein und hörte sich das Konzert mit Vergnügen an. Dabei trommelte er ab und zu erfreut im Takt der Musik mit seinen Fingern auf den Essenstisch. Ich hörte lieber Bill Ramsey im Radio oder auch auf der Kirmes mit Schlagern wie die Zuckerpuppe oder Pigalle. Das waren damals richtige Ohrwürmer und wurden viel gespielt. Manchmal an herrlichen Sonntagen, immer schön angezogen machten wir uns von Weg aus auf dem Weg zum Rhein bis nach Rohrort. Das war ein langer Sonntagsspaziergang. Mein Vater ging vorne weg und trug wie immer seinen schönen Hut auf dem Kopf. Wenn andere Leute uns entgegenkamen, hob er seinen Hut vom Kopf etwas an und grüßte freundlich. Meine Mutter und ich folgten ihm hinterher. Dabei liefen wir von unserer Wohnung aus westlich an der Königbrauerei vorbei zur alten Emscher. Dort waren auch die seltsamen Beeker-Bunker, die in dem alten Teil des Phoenixer Schlackenberges eingelassen waren. Diese Bunker waren damals für uns Kinder auch ein geheimer Abenteuerspielplatz. Danach folgte rechts gelegen die Beeker-Kläranlage mit ihren roten Backsteinen. Weiter ging es auf einen ungepflasterten Weg nahe der Schrebergärten, die an der westlichen Seite der Emscher lagen. Die alte Emscher war da auf ihrem Weg zum heute historischen Emscher Pumpwerk. Es ging, wie gesagt, vorbei an den riesigen Schlackenberg der Phönix, an dem nicht nur die Ausmaße, sondern auch das teilweise unwirkliche Aussehen beeindruckend war. Nachdem wir die Steppelsche Straße erreichten, sahen wir links ein für mich sehr interessantes Objekt. Das war ein abgestürzter Schlackenwagen, der schon da ein paar Jahre lang zerstört unten in den Büschen lag und von den Hüttenleuten schon vergessen schien. Wir folgten danach der Straße bis zum Rhein. An der Trinkhalle direkt am Rheindamm, wo immer so einige Leute waren, machten wir eine Pause. Mein Vater trank eine Flasche Ritterbier, meine Mutter und ich teilten uns eine Waldmeisterbrause und lutschten jeder darauf ein Zehnpfennig Milchhofeis. Danach ging es rauf zum Rheindamm. Es waren immer viele Schiffe auf den Rhein, und ich dachte nur, hoffentlich stoßen die nicht zusammen. Auf dem Rheindamm erzählte mein Vater mir, dass hier tief unter dem Rheinwasser auch Kohlenflütze von Westende verlaufen, und dass man auch dabei sei, die Häfen abzusenken. Ich war nur sehr erstaunt, als ich das hörte. Wir liefen auf dem Deich bis zum neuen Hochdruckkraftwerk Hermann Wenzel, das an der Badeanstalt lag, oder über die Brücke zum Eisenbahnbassin. Danach gingen wir zum Rohrorter Friederichsplatz in die Gastwirtschaft direkt an der Ecke der Eisenbahnstraße. Der fünf Kilometer lange Ausflug war beendet, und es gab für mich Würstchen mit Kartoffelsalat. Wie lecker! Mein Vater, der in den 30er Jahren auf der Eisenbahnstraße in Rohrort gewohnt hatte, erzählte mir dann im Lokal vom Schacht Jakobine, den man jetzt Ruhr und Rhein nannte. Der Schacht war ja nicht so weit weg vom Lokal. Dieser lag sehr nah am Wasser, und zwar an der Nordhafenstraße. Mein Vater erklärte mir, dass man da zu viel Wassereinfluss hatte, und der Schacht bereits vor langer Zeit stillgelegt wurde. Heute, so sagte er war Ruhr und Rhein für Westende noch als ausgehender Wetterschacht in Betrieb. Da hielt sich auch, wie mein Vater mir erzählte ein Elektrohauer Goldfische auf der dritten Sohle, anscheinend weil es da so schön warm war. Ich war gut gesättigt, und wir fuhren mit der Straßenbahnlinie 1 vom Friederichsplatz bis zur Haltestelle Bürgermeisteramt nach Beek zurück. Heute heißt die Haltestelle König Brauerei. Hier zeige ich einen Täler mit einer Gravur der Zeche Westende, den es zusammen mit einer kleinen goldenen Grubenlampe zum 25-jährigen Arbeitsjubiläum für die Kumpels als Zechenjubilare gab. Die Kumpels, wenn sie das bekamen, waren stolz darauf. Ich erinnere mich gut daran, als der unter uns wohnende Heinrich Kiel sein 25-jähriges Zechenjubiläum hatte. Das war in 1960 und eine kleine Bergmannkapelle kam und spielte das schöne Bergmannslied Glück auf. Als eine Bergmannsfamilie wohnten wir in Bek auf der Neanderstraße 138. Das waren natürlich Zechenhäuser. Wir hatten da eine kleine Wohnung mit drei Zimmern. Natürlich gab es kein Telefon, das kam 26 Jahre später in 1977. Mein Vater, der Bergmann, hatte also nie ein Telefon in seinem Leben gehabt. Meine Eltern mit der Oma wohnten da seit Anfang 1949. Ja, das war unser Zuhause. Anfangs wohnte da auch mein viel älterer Halbbruder Günther, der auch auf der Zeche Westende tätig war, aber 1951 heiratete und danach nach Hagen ins Tor zum Sauerland zog. Der besaß sogar gegen Mitte der 50er Jahre ein Auto. Wir dagegen hatten einen Holzhandwagen, der noch aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs stammte, und lebten eng zusammen. Des Öfteren aßen wir auch Brotstullen mit Margarine und Zucker. Es gab auch manchmal eine Stulle mit einem Spiegelei, sowie ab und zu Schmalzstullen mit Schmalz von der Mutter selbst ausgelassen. Das war einfache Bergmannsfamilienkost, die wir verzehrten. Aber den Hüttenarbeitern, die bei uns lebten, ging es genauso. Die Bäckerei Oferbeck kam mit ihren braunen Brotwagen und verkaufte uns das Brot auf der Straße, wo auch immer etwas guter Kundenandrang war. Im Wagen war immer ein sogenannter Brotjunge dabei, der dem Fahrer zur Hand ging. Wir hatten einen sehr freundlichen Brotjungen, der zu uns kam, der gab mir und meinen Freund Waldi mal 20 Pfennige, die uns fehlten beim Fußballspiel Hamborn 07 gegen Schalken 04 im März 1960 am August Thyssen Stadium. Der Eintritt kostete damals 50 Pfennig, und wir hatten jeder nur 40 gehabt. Keine Tore im Spiel 0 zu 0. Wenn kein Geld mehr da war, wurde im Kolonialwarenladen bei Van Essen oder auch bei Tierfeld angeschrieben. Das machte meine Mutter aber nur in höchster Not, und das war ganz selten. Mit unseren Nachbarn unterstützten wir uns gegenseitig, was meistens in der Form von Ausleihen von Sachen oder auch etwas Geld passierte. Man kann wohl zweifellos sagen, dass man in den ersten 15 Jahren nach dem Krieg noch eine gewisse Armut hatte. Diese minderte sich aber im Laufe der Zeit. Die zerstörten Häuser in unserer Gegend wurden auch weniger und der Wohnungsmangel nahm durch Neubauten langsam ab. Weg hatte im Zweiten Weltkrieg reichlich was abbekommen. Von den Familien, die hier in den Zechenhäusern wohnten, arbeiteten die Väter natürlich alle auf Westende. Hinter den Häusern waren Gärten, und fast jeder Kumpel hatte sein Stück Garten, wo man etwas Gemüse sowie Kartoffeln angepflanzt hatte. Wenn das Wetter es zuließ, war man oft und gerne in dem Garten hinter dem Haus. Wir hatten in unserem Garten neben dem Gemüse einen Apfel, Kirsch und Pflaumenbaum. Rhabarber, Stachel und Erdbeeren hatten wir auch. Meine Mutter machte dann im Sommer damit das Eingemachte für den Winter auf dem Herd. Die Einmachgläser kamen dann in den alten Schrank, der unten im Kohlenkeller stand. Das war schon etwas verführerisch, wenn man da als King dann zum Kohleholen reinging. An sehr heißen Sommertagen, wenn wir große Ferien hatten, kam die Zinkwanne nach draußen und wurden zwischen dem Haus und Gärten hingestellt. Mit den Kohleneimern wurden dann die Wannen mit kaltem Wasser aus der Waschküche gefüllt. Wir Kinder stiegen dann in die Wannen und hatten in dem kalten, nass unseren Badespaß. Dieses Badevergnügen gab es aber nur ganz selten für uns. Unsere Oma Schwebs ging nicht oft in den Garten, die war lieber in der Wohnung, oder ging dann und wann zu Fuß, im Alter mit über 80 Jahren nach La zu ihrer alten Freundin die Frau Büschke auf die Thomasstraße. Mich nahm sie auch manchmal mit, und ich musste mir dann die Unterhaltung der beiden Omas mit westpreußischem Dialekt anhören. Zum Kleidereinkaufen ging die Oma nach Karstadt in Rohrort oder, aber selten zur Jägerstraße in Althamborn. Zur Kepa nach Marxlo ging die Oma nicht, weil sie das nicht kannte, aber meine Mutter und ich fuhren damit der Straßenbahn ab und zu hin. Einige, wie die Geiers, Rommers, Malmanns und Steiners hatten einen Taubenschlag gehabt. Hier hielt man sich die sogenannten Rennpferde des kleinen Mannes. Bei denen gab es sonntags öfters auch Tauben zum Mittagessen. Die Halter sagten dann, die Taube gewinnt nichts, die kommt auf den Tisch bei uns gab es keine tauben dafür hatten wir wenn etwas geld da war sonntags pferdefleisch da das pferdefleisch damals billiger war als schwein oder rind vielleicht hatte der pferdefleischmetzger der auf dem beeker markt stand das fleisch vom pferd max das zuvor auf einer zeche gearbeitet hatte verkauft egal woher es auch kam es hatte trotzdem gut geschmeckt und es war für uns ein festessen auf dem unteren teil der neanderstraße wohnten hüttenarbeiter der phönix und waren da zu hause im Nachbarhaus vor uns lebte der August Zimmermann mit seiner Frau. Die hatten sechs Kinder in allen Altersklassen gehabt. Der August Zimmermann war im Walzwerk als Schlingenleger tätig. Eine gefährliche Arbeit, aber als ehemaliger Fallschirmspringer, der im Zweiten Weltkrieg auf Kreta abgesprungen war, kannte er ja große Gefahren zu Genüge. Der August Zimmermann hatte eine Nebenarbeit und war Totengräber auf dem Lara Friedhof in Beek, der ganz bei uns in der Nähe war. Er schachtete die Gräber mit einem Spaten aus, was im Winter bei gefrorenem Boden eine verdammt harte Arbeit war. Der Friedhof war mir gut bekannt, weil da mein Opa, den ich allerdings nicht kannte aus La bereits seit 1945 beerdigt war und meine Oma mich sehr häufig bei Grabbesuchen zum Blumengießen mitgenommen hatte. Wenn ich dann mit der Gießkanne zum Wasserbecken lief und sah den August Zimmermann beim Ausschachten eines Grabes wusste ich gleich, aha, da ist wieder eine neue Leiche aus La in der Leichenhalle angekommen. Das erzählte ich meiner Oma, die dann sagte, lass uns mal gucken gehen, vielleicht kenne ich den Verstorbenen, der ist doch aus La. Aber ich verneinte das aufs Äußerste, da ich zuvor ein angsterregendes Gespensterbuch aus der katholischen Kirchenbücherei auf der Flottenstraße gelesen hatte. Seitdem bevorzugte ich den weiten Abstand von Toten. Ich schaute mir aber trotzdem immer die Friedhofsgrabsteine an und las die Namen sowie die Daten mit großer Ehrfurcht. Als ich Kind war, ich glaube bis Anfang 1960 fuhren die Lara noch mit der Bestattungskutsche ihre Verstorbenen zum Friedhof in Bek. Man sah das rein zufällig, da man ja nicht wusste, wann ein solcher Trauerzug aus La kommen würde. Einige Jahre später wurde hier auch der Kohlenhauer Hans Büttner, unser guter frühere bayerischer Nachbar- und Zitterspieler, der nach La gezogen war, beerdigt. Er war auf der Zeche Westende durch einen Lokomotivunfall, den wie mein Vater mir sagte ein Steiger verursacht hatte, tödlich verunglückt. So war Hans Büttner wieder nach Bek gekommen, und diesmal für immer. Nicht nur die Familie Büttner, sondern auch die Familie Spratte, Kowalskis und noch ein paar andere waren nach La in die Scholtenhofstraße, in die damals neuen Westender Zechenhäuser umgezogen. Mein Vater und meine Mutter, und auch ich wollten nicht umziehen, und meine Eltern blieben bis zu ihrem Tode in Bek wohnen. Unsere Oma hat nichts mehr dazu zu sagen, weil die schon seit April 1961 verstorben war. Die Schachtanlage Rönsbergshof war sehr nah am Friedhof konnte man aber, durch die Häuser und den hohen Bahndamm der meiderich hohenbutberg eisenbahnstrecken nicht sehen. In dem Bild von der Schachtanlage sieht man noch in der Mitte rechts die Schlackenwagen der Phoenix, die auf dem Düppler Schlackenberg die Hochofenschlacke dort auskippten. Bevor die Schachtanlage 1908 gebaut wurde war da eine Schnapsbrennerei namens Rönsberg, die damals schon seit dem Jahr 1800 Schnaps gebrannt hatte. Zwei Jungens von den Zimmermanns der Dieter und der schlaue fast zwei Jahre ältere Waldi waren meine Freunde. Waldi war der Geschichtenerzähler. Man was konnte der gute Geschichten erzählen. Wir durchstreiften kilometerweit zusammen zu Fuß oder auf dem Roller unserer umliegende Umgebung und kannten alle für uns Kinder interessanten Plätze von Marx bis Horort. Eines unserer Ausflugsgebiete war der große Spielplatz an der Mühlenkampstraße in der sogenannten Papageiensiedlung mit der damals mächtigen Rutschbahn. Von hier aus konnte man gut den Schacht 48 mit seinen zwei großen Förder- und Kühltürmen sehen. Aber das war nicht genug, wir gingen auch von dort aus zu der Kokerei 48 Seilbahn, die zu den Hochöfen des Hüttenwerkes Meiderich führte und schauten uns von der Straße aus den erstaunlichen Seilbahnbetrieb an und dachten, da könnte man ja gut mitfahren, das ist ja besser als auf der BEK Kirmes Karussell zu fahren. Also auf unserer Neanderstraße in Weg gab es viele Kinder und zwar vom Berg- und Hüttenmännern. Ausländische Gastarbeiter waren noch nicht da und kamen erst ein paar Jahre später. Einige von uns, wie ich gingen zur evangelischen Volksschule an der Theodorstraße. Das war die Schule des Rohrstockes und der Backpfeifen. Andere gingen in die katholische Volksschule an der Prinz-Friedrich-Karl-Straße. Da war es aber auch nicht besser. Man war halt Arbeiterkind und steckte die Prügel ein. In unserer Gegend waren drei Schulen nahe beieinander. Die dritte für die geistig Hochwertigen unter uns war die Mittelschule. Da ging dann mein Schulfreund Wolfgang Schönfeld nach der vierten Klasse hin, der sich 1962 von uns verabschiedete. Die vierte Schule war die alte evangelische Langekamp-Volksschule, die vielen Älteren von uns noch durch die Beeker-Kirmes her bekannt sein sollte. Für die ganz Intelligenten war in Weg nichts da, diese wenigen unter uns mussten nach Althamborn in das Leibniz-Gymnasium fahren. Ich kannte ein paar davon. Eine war die hübsche Monika Hanke, eine Tochter von einem Westendener Kumpel. Im Gegensatz zu mir waren das alles geistige Frühentwickler, wobei ich ein Spätstarter war. Aber von meinem Wesen her war ich im Grunde ehrgeizig, dynamisch und auch einfallsreich. Damit musste aus mir eigentlich was werden. In 1971-72 wurde der schlaue Teil meines Geistes bei der Bundeswehr befreit. Meine Blödheit flog wohl während der Drillschindereien im Harz davon. Nur schade, dass das mein Vater, der mir so viel von dem Püt Westende erzählt hatte, nicht mehr erleben konnte. Fußball wurde auf der Straße auch von den schon Größeren gespielt. Der richtige Fußballplatz war nahe der Schonung in Beek. Das war der mit der schwarzen Hochofenschlacke belegte Platz von Viktoria Beek. Wenn man dahin fiel, blutete es aus einer Schürfwunde sofort. Da spielte auch der erst neulich verstorbene sehr bekannte Fußballtrainer Christoph Daum mit seinem Bruder Eberhard, der so alt wie ich war. Die wohnten auf der Friedhofstraße deren Vater verstarb nach einem groben Unfall in 1959, den er auf der Zeche Westende hatte und wurde in Beek auf den Mühlenkamp Friedhof begraben. Wie der Christoph Daum in seinen Memoraren schrieb, waren bei uns die sogenannten Barakis, die oben hinter den Rönsbergshofbergwerk, fast am Luftschacht in den Baracken lebten. Das waren meistens Flüchtlinge aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten und deren Kinder raue Burschen, die meistens eine Prügelei wollten. Mit denen ging das also bei uns damals so einige Male zur Sache. Meine Mutter achtete immer darauf, dass ich sauber und gut gekleidet war. Mehrere Male sah ich auch so aus wie die Jungs in dem gezeigten Bild, vor allem nachdem es mit den Barakis zur Sache gegangen ist. Das änderte meine Mutter aber immer ziemlich schnell mit den Worten. Mensch Werner, wie siehst du bloß aus? Du bist doch kein Straßenjunge, und danach ging es ab zum Spülbecken und der Dreck wurde mit kaltem Wasser abgewaschen. Wir heizten im Winter mit Nuskohle vom Schacht Westende, die in unserem Keller gelagert war und eimerweise nach oben in die zweite Etage geschleppt werden musste. Zuvor wurde das Einkellern der Kohle mit Schippen mühevoll gemacht. Anschließend musste der Bürgersteig mit Wasser von uns gründlich gereinigt werden. Gekocht wurde von meiner Mutter mit Stadtgas. Unsere alte Oma Schwebs traute sich an den Gasherd nicht ran. Den musste meine Mutter erst zünden, bevor meine Oma ihren kleinen Blumenkohl darauf kochte. Einige von unseren Nachbarn hießen mit Nachnamen Kowalski, Schlikowski und Lewandowski. Die künstliche Duisburger Fernsehfigur Schimanski hatten wir nicht bei uns, der war damals noch ein Cowboy in Winnetou. Bei Gesprächen und dem Kartenspielen meines Vaters mit den Nachbarn, meistens in der warmen Jahreszeit im Garten, drehten sich die häufigsten Gespräche um den Püt Westende. Man sprach auch darüber, wie bequem und gut bezahlt das Arbeiten auf der Hütte war, und trank dabei eine Flasche Bier. Wenn die beiden Rommers, sowie der Kumpel Geier dabei waren, wurde über die glorreichen Fußballtage von Schwarz-Weiß Westende gesprochen. Westende spielte damals in der Gauliga auf dem Fußballplatz der BEK Schachtanlage Rönsbergshof und machten gute Fußballspiele wie die alten sagten. Wir alle waren in der Knappschaft Krankenversichert und hatten auch einen Knappschaftältesten. Dieser hatte in seiner Wohnung in La sein Büro und half meinen Vater bei Bescheinigungen, mit gutem Rat und zum Schluss mit den Rentenanträgen. Auch beim Krankenschein musste man sich dort melden, obwohl mein Vater nie krank war, außer bei den Arbeitsunfällen. Die Knappschaft hatte bestimmte Ärzte, zu denen man gehen musste. Bei uns war der Hausarzt der Dr. Wagner auf der Lehnhofstraße und der Zahnarzt war Dr. Rehring, genannt der Bohrer, der seine Villa an der Friederich-Ebert-Straße, wo jetzt der Nonnenpark ist, hatte. Das Bergmanns Krankenhaus war das Morian-Stift in Hamborn, wo auch, wie die alten Bergleute sich ausdrückten, alles wieder zusammengeflickt wurde. Meinen Vater mussten die da auch zweimal flicken. Fast alle Kumpels fuhren damals, wie mein Vater mit dem Fahrrad zum Pütt auf der Mühlenfelderstraße in Untermeiderich. Die Fahrräder waren meistens die einfach schwarzen großen Drathesel mit den 28 Zoll Rädern natürlich ohne Gangschaltung. Man fuhr die zwei Kilometer lange Strecke entlang der Helmholzstraße, wobei man zuerst den Stockumer Ast der alten Emscher nahe am Rönsbergshof überquerte. Eigentlich hätte unser Gebiet Emscher anstatt Ruhrgebiet heißen müssen. Die Emscher sah man Tag ein und Tag aus, und zwar überall in unserer Gegend einschließlich des Emscher Pumpwerkes an der Hofsche Straße, das mittlerweile ein historisches Bauwerk der Ingenieurkunst Deutschland ist. Der Fluss die Rohr war nur sehr selten zu sehen. Selbst in Rohrort fand man die Rohr nur schwer. Da musste man schon weit südlich hinter die Homberger Brücke bis fast nach Kasslerfeld gehen, um den Fluss zu sehen. Mein Fahrradfahren lernen lief nach folgender Methode ab großes Herrenrad vom Vater mit Gesundheitslenker und dann mit einem Bein unter der Stange durch, das Fahrrad zur anderen Seite geneigt, damit man das Gleichgewicht halten konnte, und man fuhr los. Wie ich mich gut erinnere gingen wir Kinder von 1956 bis Anfangs der 60er Jahre in der Winterzeit, wenn Schnee lag von der Neanderstraße aus zum Schacht Rönsbergshof um da Schlitten zu fahren. Von der höher gelegten Schachtanlagenebene, nicht sehr weit weg vom Förderturm, fuhren wir dann mit unseren Schlitten in Richtung Alte Emscher den Berg herunter. Das war eine gute Schlittenfahrt, und da war damals immer schwer was los und wir hatten viel Spaß. Nachdem mein Vater mir erzählt hatte, dass Westende mit dem Schacht Rönsbergshof unter Tage verbunden ist, sagte ich ihm, dann kannst du ja auch hier bei uns in Beek auf den Rönsbergshof einfahren, und brauchst nicht mit dem Fahrrad zur Mühlenfelder Straße zu fahren. Er lachte nur, und sagte, das geht leider nicht. Wie bereits gesagt, die Zeche Westende war mir also als kleines Kind schon bekannt, wo mein Vater als Bergmann bis Mitte 1963 gearbeitet hatte. Westende hatte uns mit dem spärlichen Lohn eines Kohlenhauers, den es damals gab, ernährt. Das Geld wurde Mitte der 50er Jahre noch in Lohntüten ausgezahlt, und der Ort war zeitweise die Kneipe der Schwarze Adler in Beek, die direkt am Ende der Thyssener Hochofengruppe lag. Später gab es auch einmal einen Film im Fernsehen mit dieser Kneipe, der sich Lohntütenball nannte. So sah es, vom schwarzen Adler ein bisschen weiter rauf in Richtung Bruckhausen aus. Auf dem Bild sieht man spielende Kinder beim Autowaschen, den ATH Hochofen 8, weißer Löschdampf von der Kokerei und einen Förderturm des Schachtes 37. Der Schacht hier war zu der Zeit noch Wetterschacht für die Zeche Beekerwert. wert. Auf der Zeche Westende wurde in Schichten rund um die Uhr gearbeitet. Sogenannte polnische Schichten, also Schichten, die zwischen den normalen Schichtzeiten lagen, wurden auch gefahren. Ich selber war nie in die Zeche Westende eingefahren, aber habe diese damals des Öfteren von außen gesehen, durfte beim Pförtner etwas hineinlaufen und war immer sehr beeindruckt. Auf dem Foto kann man die Häuser auf der Mühlenfelder Straße auf der rechten Seite in Richtung Zechen Pförtnerhaus erkennen. Das Fördergerüst der Hüttenzeche Westende ist im Hintergrund mit den schweren Drahtseilen gut sichtbar. Auch wenn ich niemals in der Zeche drin war, ich hatte schöne Stücke Kohle und Kohlenstücke mit Fossilienabdrücken von der Zeche in meinen Händen, die mein Vater mir einmal geschenkt hatte. Die nahm ich dann zur Volksschule mit und zeigte diese stolz dort im Unterricht. Das Gleiche tat meine Klassenkollegin Jutta Schulz, deren Vater ihr ebenfalls schöne Fossilien gab. Leider kam ihr Vater später, ich glaube, das war in 1966 auf der Zeche Westende in einem Arbeitsunfall ums Leben. Das war traurigerweise, wie schon hier zuvor berichtet, nicht der einzige tödliche Unfall auf Westende. Wie gesagt, der Kumpel Hans Büttner, den Zitterspieler aus Bayern und den Vater von Christoph Daum hatte es zuvor auch erwischt. Hier zeige ich ein Bild, das ich als Schichtende ohne Unfall mit lächelnden Kumpeln bezeichne. Aber schwere Arbeitsverletzungsunfälle, wie mein Vater diese auch zweimal hatte, waren leider nichts seltenes. Es war eine sehr harte, gefährliche Arbeit auf der Zeche untertage. Damals versuchte man Unfälle unter anderem mit solchen Plakaten zu verhindern. Ich möchte noch erwähnen, dass die Familie Schulz damals auf der neu gebauten Friedhofstraße wohnten. Hier hatte die Zeche Westende anfangs 1960 eine ganze Siedlung von Wohn- und Einfamilienhäusern aus dem Nichts gebaut. Mein Schulfreund der Jürgen Bohrmann wohnte da auch, und ich besuchte ihn ab und zu. Die Bohrmanns waren eine sehr nette Familie, und es gab immer was Gutes zu essen. In allgemeinen ist zu sagen, dass die Hamborner Bergbau AG, zu der ja auch die Zeche Westende gehörte, viele Immobilien hatte. Darum gibt es heute auch noch die Nachfolgegesellschaft Hamborner Reit AG. Diese Gesellschaft besitzt die gesamten Immobilien von damals mit einem veröffentlichten Wert in 2016 von über eine Milliarde Euro. In 1969 gab die Hamborner Bergbau AG das Zechengeschäft auf. Mitte der 50er Jahre schrieb man noch für die Anwerbung von Bergbaulehrlingen. Schwarze Zukunft voller Lichtblicke. Nicht lange danach inmitten der sogenannten Wirtschaftswunderjahre markierte das Jahr 1958 für den deutschen Steinkohlenbergbau den Ausgangspunkt für einen steten und langen Abwärtsprozess, von dem die Bergbauregionen, insbesondere das Ruhrgebiet, schwer getroffen wurden. Am 22. Februar 1958 verfuhren dort zunächst rund 16.000 Bergleute die ersten Feierschichten, und bis 1961 gingen im Rohrbergbau zunächst 100.000, bis Mitte 1960 sogar schon rund 170.000 Arbeitsplätze verloren. Die ohne finanziellen Ausgleich angeordnete Kurzarbeit bildete den Auftakt für die anstehende Kohlekrise und das damit verbundene Zechensterben. Jede Bergmannsfamilie hatte weniger Geld, um zu leben, und das war nicht gut. In Reaktion auf die Einführung von Kurzarbeit und drohender Massenarbeitslosigkeit kam es zu einer Welle von Protesten, so unter anderem bei dem von der Industriegewerkschaft Bergbau initiierten Marsch nach Bonn, der mit 60.000 Teilnehmern eine der größten Demonstrationen in der Geschichte der jungen Bundesrepublik war. Am 26. September 1959, es war ein Samstag, fuhren die Bergleute aus Duisburg und viele aus anderen Städten mit dem Zug nach Köln und dann mit dem Schiff auf dem Rhein nach Bonn, um zu demonstrieren. Mein Vater mit seinen Westendener Kumpels war auch dabei, wie ich hier im Bild zeige. Die Bergarbeiter forderten die Bezahlung der Zwangsfeierschichten, die die Zeche Westende und andere Zechen machten, sowie die Sicherung des Arbeitsplatzes. Die Westendener Kumpels waren besonders alarmiert, da kurz zuvor bereits die Nachbarschachtanlage Frieda 48 am 30. Juni 1959 überraschend stillgelegt wurde. In der WAZ berichtete der Zeitzeuge Heinrich Bode in 2009 rückblickend, als die Schließung der Zeche Friedrich Düssen 48 bekannt gegeben wurde, war das ein Schock aus heiterem Himmel, hatte die Zeche doch noch eben viel Geld investiert. So hatte man einen Transportweg unter Tage zum Schacht Westende angelegt, einen sogenannten Querschlag, um Kohle unterirdisch transportieren zu können. Auch die oberirdischen Anlagen waren fast fertig, als das Ende bekannt gegeben wurde. Dieser Verbindungsquerschlag war natürlich den Bergleuten beider Zechen gut bekannt, und mein Vater erklärte mir damals, was ein Querschlag ist, wofür der gut war und was man damit machte. Wie bereits gesagt, vor 56 Jahren wurde die Zeche Westende der Kampfschacht stillgelegt. Wo war die Zeche Westende im Hüttenwerk Larorord lokalisiert? Der Gleisübersichtsplan des Hüttenwerkes Phoenix aus dem Jahr 1954 zeigt uns die Lage innerhalb der Hütte. Ich habe die Zeche in Rot markiert. Die nächste Karte zeigt uns die Lokalisierung der Zeche den Kampfschacht in La mit allen anderen Schächten, mit denen die Zeche einmal verbunden war. Siehe hier die gepunktete Markierung. Es war der 31. Juli 1968 ein Mittwoch, an dem die Stilllegung war. Bei Donner, Blitz und Gewitterregen schlug an diesem Tag die letzte Stunde für die Zeche Westende dem Kampfschacht. Dieser war der vierte Schacht der Anlage und förderte 58 Jahre lang Kohle. Aber wie und wo fing das alles mit der Zeche Westende an? Die Geschichte der Schachtanlage Westende dem Schacht 1 reicht bis Anfang des Jahres 1850 zurück. Eine Gesellschaft von fortschrittlichen Männern, der Gastwirt Gerhard Stöckmann aus Oberhausen, sein Bruder, der Kaufmann Wilhelm Stöckmann aus Rohrort, die drei Kaufleute-Gebrüder Julius, Alois und Karl Franz Brockhoff aus Duisburg, der Techniker Karl Beindorf aus Stärkrade, der Justizrat Reinhard und der Appellationsgerichtsreferendar Ernst Mitweg aus Essen, hatten in jener Zeit in dem Gebiet eines Teils der späteren Schachtanlage Westende keine Mühe und Kosten gescheut, um durch Bohrungen festzustellen, dass Kohle in der Erde lagerte. Auf einer Versammlung im August 1853 kamen sie aber zu der Feststellung, dass sie nicht in der Lage waren, die zur Erschließung der Kohlenvorkommen erforderlichen Gelder aufzubringen. So entschlossen sich damals die eigentlichen Gründer der Schachtanlage Westende Schweren Herzens, von der Weiterverfolgung ihrer Absichten Abstand zu nehmen. Am 18. September 1853 wurde ein Teil der Felder zum Preise von 42.000 Talern an Persönlichkeiten aus dem Ausland, sie stammten aus Antwerpen, London, Heltonhall in England, und aus der englischen Grafschaft Durham, verkauft. Am 17. Oktober 1853 wurden von ihnen auch die übrigen Felder zum Preise von 63.000 Talern erworben. Unter Hinzuziehung weiterer Fach- und Finanzleute kam es dann am 6. April 1855 zur Gründung der Roort Mining Company. Noch im gleichen Jahre wurde mit dem Abteufen eines Schachtes begonnen, und zwar auf dem Gelände des späteren Maidericher Viehhofs, das man von dem Maidericher Landwirt Böllert, genannt Großeiken, käuflich erwarb. Da man damals der Ansicht war, dass das von Dortmund her sich erstreckende Grobenfeld nur bis Oberhausen reiche, nannte man, als man dennoch in Maiderich fündig wurde, in der Annahme, dass hier die Grenze des Kohlenvorkommens anzusetzen sei, dieses Grobenfeld Westende. Für diesen abzuteufenden Schacht wurde ein Durchmesser von sechs Meter festgelegt. Ab 1858 erreichte man schließlich nach sehr schwierigen Abteufarbeiten, die durch die starken Fließsandschichten hervorgerufen wurden, bei einer Teufe von 102 Meter das Steinkohlengebirge. Die enormen Wasserzuflüsse erforderten auch weiterhin große Anstrengungen, und man stellte dann Anfang 1859 bei Erreichung einer Teufe von 132 Meter die Abteufarbeiten ein. Obwohl die Tagesanlagen zu jener Zeit bereits standen, nahm man infolge der aufgetretenen Schwierigkeiten davon Abstand, die Maschinen aufzustellen. Der Betrieb kam also ganz zum Erliegen. Die finanzielle Lage hatte sich so verschlechtert, dass sie im Jahre 1860 zum Zusammenbruch der genannten Gesellschaft führte. Welche Umstände im Einzelnen dazu beigetragen haben, lässt sich nicht mehr genau ermitteln. Jedenfalls brachte in der angesetzten Zwangsversteigerung der englische Gesellschafter Nicholas Wood die Anlage billig an sich. In etwa parallel mit dieser Entwicklung vollzog sich ein anderes bergmännisches Vorhaben. In der Nähe des alten Rohrorter Bahnhofs war nach der am 24. Mai 1856 erfolgten Gründung der Gewerkschaft Rohr und Rhein am 17. April 1857 mit dem Abteufen des Schachtes Jakobine begonnen worden. Man erreichte hier am 21. März 1864 in einer Teufe von 82 Meter das Steinkohlengebirge und konnte 1866 die Förderung aufnehmen. Der Schachturm war auf Rohrrein aus Mauerwerk sowie Holz gebaut und war ein- und ausziehender Schacht zugleich. 1867 wurden 5.864 Tonnen Kohle gefördert. Bereits im Mai 1868 wurde die Anlage stillgelegt, nachdem 30.167 Tonnen Kohle gefördert waren. Der Betrieb auf Rohr- und Rhein ruhte dann bis zum Jahre 1871. Im Jahre zuvor, am 31. März 1870, war es indessen, hauptsächlich durch französische Finanzleute, zur Gründung einer neuen Gesellschaft gekommen, der anonymen Gesellschaft der Rhein, Gruben mit Sitz in Paris und einer Zweigniederlassung in Rohrort. Zur Information zu der Zeit war der Deutsch-Französische Krieg 1870-71. In dieser Gesellschaft wurden die beiden stillliegenden Bergwerke Rohr und Rhein, sowie Westende zusammengefasst und dann durch die neue Firma wieder in Betrieb genommen. Man täufte auf Ruhr und Rhein weiter ab und setzte bei 153 Meter Täufe die erste Sohle und bei 194 Meter die zweite Sohle an. Die Förderung auf Ruhr und Rhein betrug im Jahre 1873 insgesamt 41.979 Tonnen. Westende 1 brachte man auf eine Gesamttäufe von 212 Meter nieder. Die Förderung hatte man auf letztere Anlage im Jahre 1871 aufnehmen können. Gefördert wurden damals 1144 Tonnen. 1872 stieg die Förderung auf 23.810 Tonnen, 1873 auf 79.542 Tonnen. Im darauffolgenden Jahre überschritt sie bereits die 100.000 Tonnen Grenze. Zwei Gründe waren dann ausschlaggebend, dass die anonyme Gesellschaft der Rhein groben in große Schwierigkeiten geriet. Die mangelnde Bereitschaft der französischen Finanzleute, die erforderlichen Gelder für die notwendigen Investitionen zur Verfügung zu stellen einerseits, und ein konjunktureller Rückgang andererseits führten im Dezember 1874 zu ihrem Zusammenbruch. Die beiden Zechen gingen in das Eigentum der Aktiengesellschaft Rheinische Steinkohlengruben über. Der Abbau wurde von dieser Gesellschaft in beiden Schachtanlagen noch vorangetrieben. Rohr und Rhein kam auf über 95.000 Tonnen Förderung in 1875, die allerdings schon im nächsten Jahr also in 1876 auf etwa 67.000 Tonnen zurückging, Westende 1 auf fast 155.000 Tonnen. Die finanzielle Lage der Gesellschaft hatte sich aber nicht gebessert. Noch rechtzeitig vor der angesetzten Zwangsversteigerung der beiden Schachtanlagen wurde jedoch auf Betreiben des Hauptgläubigers des Frankfurter Bankhauses Alanger und Söhne unter weitgehender Ausschaltung der französischen Aktionäre am 3. Juli 1880 eine neue Gesellschaft, die meider icher gegründet, deren Sitz zwar in Paris war, deren Verwaltung aber nach Meida-Ich verlegt wurde. In der dann folgenden Zwangsversteigerung erwarb die neue Aktiengesellschaft die beiden Zechen Während sich nun Westende 1 gut entwickelte, wurde die finanzielle Lage von Rohr und Rhein bei fallender Förderung immer unergiebiger. Beigetragen hatten dazu die starken Wasserzuflüsse, das Verlangen der Bergbehörde auf Schaffung einer Verbindung zur Zeche Westende 1, die nur einen Ausgang zur Tagesoberfläche besaß, und das 1884 erfolgende Verbot des Abbaus unter der Stadt Rohrort und den Rohrorter Häfen. Westende 1 hingegen hatte bereits 1889 in der Förderung die 200.000 Tonnen Grenze überschritten. Kurz gerafft nun die weitere Entwicklung von Westende, wo wir zu Westende 2 kommen. Die unregelmäßige Wetterführung von Westende 1, auch diese Anlage war zugleich ein und ausziehender Schacht, zwang dazu, einen Wetterschacht, Westende 2, niederzubringen. 1889 begann man mit dem Abteufen. 1892 erreichte man bei 103 Meter das Steinkohlengebirge. Im Jahre darauf also 1893 erfolgte der Durchschlag mit dem von Schacht 1 aus aufgefahrenen Umtrieb der dritten Sohle. Die dadurch wesentlich verbesserte Bewetterung wirkte sich auf die Förderung günstig aus, sie stieg bald auf über 300.000 Tonnen. Im Jahr 1894 veröffentlichte man einen detaillierten Bericht über die Meidericher Steinkohlenbergwerke und schrieb darin unter anderem Folgendes. Die Zeche Westende hatte Flötz Abbaurechte gegen Entgelt an die Oberhausener Zeche Altstaden vergeben. Von der Zeche Concordia in Oberhausen hatte Westende Abbaurechte für einen Feldteil käuflich erworben. Das ausgedehnte Feld der Meidericher Steinkohlenbergwerke ist im Ganzen von rhombischer Form, mit der Längenachse ziemlich parallel zum Hauptstreichen der Flötze, aber erst zum kleinsten Teile aufgeschlossen. Den Osten nimmt Zeche Westende, den Westen Zeche Rohr und Rhein ein. Im Westen, von Zeche Rheinpreußen herüberkommend, streichen auf Ruhr und Rhein die Flütze von Südwest nach Nordost mit flach mit rund 20 Grad nördlichem Einfallen, werden aber nahe der Ruhr- und rhein martscheide auf dem Wege nach Westende hin, von einer Nord-Süd streichenden, westlich einfallenden Hauptverwaffung nach Nord, und zum Teile aus dem Felde hinausgeworfen, um von einer zweiten in ungefähr 2000 Meter östlicher Entfernung am Schachte 1 Westende durchstreichenden östlich einfallenden Hauptverwaffung wieder nach Süd in das Feld zurückverworfen zu werden. Die Mitte des Feldes liegt also für sich allein, ist durch Verwerfungen vom Osten und Westen abgeschnitten. Durch den Charakter der Verwerfungen bedingt, treten in der Mitte ältere Flütze als auf den Seiten auf. Während auf den Seiten die mittlere Fettkohlengruppe lagert, tritt in der weiten Mitte die untere Fettkohlengruppe auf. Man hat zwar auf beiden Gruben die erwähnten Verwerfungen, um zur Mitte zu gelangen und die Gruben unterirdisch in Verbindung zu setzen, durchbrochen, und war in einem schwachen, der unteren Fettkohlengruppe angehörenden, mit Gustav Westende und Hermann Rohr und Rhein in gerader Linie liegenden Flöze, Nummer 1, im Norden der Berechtsame bis auf 730 Meter einander nahe gekommen, als Rohr und Rhein vorläufig eingestellt wurde, was Westende Veranlassung gab, die Durchschlagsstrecke ebenfalls einzustellen und sie gegen Rohr und Rhein abzudämmen. Vorgeblich war aber die geschehene Auffahrung der Durchschlagsstrecke, im Flöz Nummer 1, nicht gewesen, denn sie hatte den wichtigen Beweis ungewöhnlich regelmäßiger Lagerung in der weiten Feldesmitte erbracht. Und sehr wahrscheinlich ist auch die Lagerung regelmäßig für die unaufgeklärt gebliebenen 730 Meter, denn auf Ruhr und Rhein fanden sich nach Durchbrechung der Verwerfung die dem tieferen geologischen Niveau der Fettkohlengruppe angehörenden Salzwasser, zu dessen Niveau, auch wie erwähnt, das Flöz mit der Durchschlagsstrecke gehört. Für größere Gebirgsstörungen bleibt sicher daher kein Raum. Das erwähnte anfängliche Flötzstreichen Südwest-Nordost ändert sich östlich der Westende-Hauptverwerfung. Die Flötze biegen sich unter erheblicher Verflachung um einen breiten Sattel herum, dem weiter südlich eine parallel laufende Mulde folgt. Nachdem letztere passiert, schwenken die Flötze in ursprünglicher Streichung nur mit nördlichem Einfallen in das östlich anschließende Feld der Zeche Concordia über, mit deren Flötzen auch Identität herrscht. Der Bau auf Westende hat sich bis jetzt nur östlich der Westende Hauptverwerfung bewegt, und wenn das Baufeld auch hier etwas eingeengt ist, so hat man doch recht schöne Resultate erzielt. Die Flötzlagerung ist ungemein regelmäßig, die Kohle von edler Qualität. Der erwähnte flache Sattel wie die ebenso flache Mulde durchziehen im Westen die ganze Berechtsame, gehen südlich des Schachtes Rohr und Rhein vorbei, und was für die Beurteilung des Wertes der Maidericher Steinkohlenwerke von großer Wichtigkeit ist. Sie machen in Verbindung mit den Resultaten der sogenannten Durchschlagsstrecke regelmäßige und flache Lagerung der Flötze in der weiten Feldesmitte wie im Süden der Gesamtberechtsame zur Gewissheit. Mit dem in der 280 Meter Sohle nach Süden getriebenen Querschlager hat man bereits ein flach gelagertes 1,70 Meter mächtiges sehr schönes Flöz aufgeschlossen, wahrscheinlich identisch mit Leitflöz-Osterflöz, dicke Bank und Sonnenschein welches die ganze Feldesmitte einnimmt und sich ausbreitet bis zur Rohr- und Rheinverwerfung. Unter diesen Umständen entschließt sich vielleicht die Verwaltung zur Wiederaufnahme des Betriebes auf Zeche Rohr und Rhein. Abgesehen von dem leicht zu erreichenden schönen Baufelde im Osten und Süden, der bisherige Betrieb hatte sich nur auf den Norden beschränkt, würde Zeche Westende dadurch in jeder Beziehung entlastet werden, denn ein den Betrieb erschwerendes Durchsickern der Wasser von Rohr und Rhein in den durchlässigen Sandsteinen der unteren Fettkollenpartie nach Westende hin ist nicht zu verhüten. Nahe dem Schacht 1 hat man den Schacht 2 abgetäuft, welcher bestimmt ist, ersteren zu unterstützen. Beide sind mit starker Wasserhaltung ausgestattet, so dass stärkere Zuflüsse mit Leichtigkeit bewältigt werden können, aber die ganze Berechtsame kann von hier aus nicht beherrscht werden, daher noch die Anlage eines dritten Schachtes für den Westen und Süden ins Auge gefasst werden muss. Diesem würde die Aufgabe zufallen, die wertvolle s von Zeche Allstaden zu lösen, die unter der Fettkohlenpartie lagernd die ganze Berechtsame durchzieht und ihr einen sehr hohen Wert verleiht. Dieser kommt ihr auch schon zu wegen ihrer Lage in der Nähe des Rheins. Zeche Ruhr und Rhein namentlich liegt in unmittelbarer Nähe der Rheinhäfen und es könnte für den Fall der Wiederaufnahme des Betriebes direkte Verfrachtung in die Rheinschiffe erfolgen. Die Schlagwetterentwicklung ist mäßig. Der Wasserzufluss ist reichlich die maschinelle Ausrüstung der Zechen. Förder- und Wasseraltungsmaschinen darunter auf jeder Anlage, eine neue Wolfsche doppelt wirkende Niederdruckdampfmaschine mit Balancier, drei unterirdische Wasseraltungsmaschinen auf Westende 1. Zur Betriebszeit auf Ruhr und Rhein eine Ober und drei unterirdische Wasseraltungsmaschinen mit zugehörigen Dampfkesseln auf jeder Anlage. Auf Westende Ventilator, Kompressor etc. Schachttürme. Schacht Westende 1 Holzbau. Westende 2 Eisenkonstruktion. Auf Ruhr und Rhein Mauerwerk und Holz. Koksfabrikation. Nicht vorhanden. Siebvorrichtung. Vorhanden. Bahnanschlüsse für Westende. Station Meiderich. Ruhr und Rhein hatte Anschluss an Station Ruhrort. Die Absicht, direkt nach dem Kaiserhafen zu verladen, ist nicht zur Ausführung gekommen. Grund und Boden aber sind erworben. Grundbesitz. Ca. 20 Hektar mit 102 Wohnhäusern für Beamte und Arbeiter, eine Menage. Kapital 9.050.000 in 22.040 Aktien je 400 Mark. Grundschulden. Fiktive Grundschuld von mehreren Millionen Mark aus früherer Zeit, für welche keine Zahlungen geleistet oder Zinsen in Anspruch genommen werden, die daher eingetragen steht und deren Löschung bis jetzt noch nicht hat bewirkt werden können. Das Aus für die Meitericher Steinkohlenbergwerke kam anfangs 1896. Die Gesellschaft hatte die Zechenanlagen 16 Jahre in ihrem Besitz. Das Abteufen von Westende II, die Modernisierung der Tagesanlagen und die hohen Prozesskosten, die sich aus einem Rechtsstreit über eine fingierte Grundschuld ergaben, verschlangen jedoch die an sich guten Erlöse. So kam es zum Verkauf. Die Bergwerke Westende sowie Rohr und Rhein wurden am 1. April 1896 von der Phoenix Aktiengesellschaft für Bergbau und Hüttenbetrieb erworben, die nun nachhaltig die Förderung steigerte, weil sie für ihre Hüttenkokerei einen großen Bedarf an Fettkohle hatte. Um diesen Kauf tätigen zu können, wurde das Aktienkapital der Phoenix AG auf 4.050.000 Mark erhöht. Die Phoenix Aktiengesellschaft für Bergbau und Hüttenbetrieb wurde im Jahr 1852 in Aachen gegründet und war ein Großunternehmen. Der Phönix, im Begriff, seine Anlagen in Rorotla konsequent zum gemischten Betrieb auszubauen, nutzte die sich bietende Chance, beließ es jedoch nicht dabei, Westende als Kohlebasis des Hüttenwerkes zu nutzen, sondern verschaffte der Zeche mit der Errichtung einer eigenen Kokerei eine breitere wirtschaftliche Basis. Die Anlage bestand aus 60 Flammöfen-Bauart Dr. Otto. Auch die Zechentagesanlagen wurden ausgebaut, und die Ausrichtung der fünften Sohle wurde eingeleitet. Schacht 2 übernahm nun die Hauptförderung. Der auf Schacht 1 hölzerne Förderturm wurde durch einen eisernen ersetzt. Der Schachtrohr und Rhein lag innerhalb des Hüttenwerkes Phönix, und zwar in der Nähe des Nordhafen, und war sichtbar von der Straße Nordhafen, wie man hier im Bild sehen kann. Der in Richtung La fortschreitende Abbau von Westende 1 und 2 brachte es aber mit sich, dass die Transportwege der Kohle in der Grube immer länger wurden. Außerdem musste die Kohle nach der Aufbereitung mit der Bahn zum Hüttenwerk gefahren und dort auch wieder abgeladen werden. Das verursachten natürlich steigende Kosten. Was lag also näher, als auf dem Werksgelände unmittelbar in der Nähe der Hochöfen einen neuen Schacht abzuteufen? Die Vorteile würden sein: ständig kürzer werdende Förderwege durch den auf den Schacht zu sich bewegenden Abbau, Einsparung des Bahnweges über Tage, und dazu noch Verwertung der täglich anfallenden großen Mengen Hochofenschlacken Sandes von Phoenix an Ort und Stelle durch Einspülung in die Grube. Man hatte mit dem Abteufen des neuen Schachtes 4 schon am 26. März 1906 begonnen. Zur Absicherung gegen die Hochwassergefahr von Rhein und Emscher schüttete man das Zechengelände 6 bis 7 Meter hoch an. Die Kampfschachtanlage erhielt so ihr charakteristisches festungsartiges Aussehen, was ihr, nicht zuletzt auch in Erinnerung an die in der Bevölkerung lebendig gebliebenen Ereignisse des russisch-japanischen Krieges von 1904 bis 1905, die Bezeichnung Port Arthur eintrug. Zwei große Häuser an der Südseite der Mühlenfelder Straße, die dem Bau der Festung im Wege standen, wurden auf Rollen gesetzt und auf die nördliche Straßenseite hinübergezogen, sie standen dort noch jahrzehntelang. Die Verschiebung war damals für die ganze Gegend eine Sensation und fand auch im Mühlenfelder Nationallied gebührenden Niederschlag. Mühlenfeld, du starke Festung, deine Häuser sind verrückt. Im Jahr 1902 stieg der Eigenbedarf an Kohlen durch die Phoenix AG von 35-40% auf bis zu 65%. Im Jahr darauf also 1907 wurde der gesamte Felderbesitz unter dem Namen Westende konsolidiert. Die Berechtsame umfassten nun 17,1 Quadratkilometer Bestand aus den zu Westende konsolidierten Feldern Westende, Ruhr und Rhein und Concordia III. Hier folgt nun, was die Phoenix AG für Bergbau und Hüttenbetrieb zu ihren Zechen im Jahr 1908, also zwölf Jahre nach dem Erwerb, schrieb. Die seitens der Phoenix im 1896 erworbene Meidericher Steinkohlenbergwerke, und zwar die Zeche Westende mit 12 Millionen Quadratmeter, sowie die Zeche Rohrhein mit 5,2 Millionen Quadratmeter berechtsame, liegen in der Nähe des Duisburger Rohroters Hüttenwerk, decken zum weitaus größten Teil den Kohlenbedarf des letzteren und liefern auch Koks an dasselbe in unmittelbarer Nähe des Werkes befinden sich auch der Rhein und die großartigen Roroter Hafenanlagen und in geringer Entfernung bei der nächsten Bahnstation Meiderich liegt die der Gesellschaft gehörende Kohlenzeche Westende welche bestimmt ist den größten Teil des Bedarfs der Rorotter Hütte an Brennstoff zu decken im Auffahren begriffen sind zwei Richtstrecken von je 3800 Meter Länge auf der 140- und 280 Meter Sohle, welche die westender 1 und 2 und mit dem auf dem Rohrorter-Hüttenplatz seit 1906 im Bau befindlichen Kampfschacht, also den Schacht Nummer 4, verbinden sollen. In diesen Richtstrecken wird elektrische Lokomotivförderung eingerichtet. Auf der 140 Meter Sohle ist schon eine Akkumulatorenlokomotive in Betrieb, auf der 280 Meter Sohle dagegen sollen Lokomotiven fahren, welche den Strom durch Oberleitung erhalten. Auf der letzteren Sohle werden die Kohle nach Schacht 4 gebracht und hierzutage gefördert, während die Richtstrecke der oberen Sohle lediglich dem Transport von Schlackensand zu den Spültrichtern dient, die hier in je 200 Meter Entfernung für das Schlemmversatzverfahren eingebaut werden. Über Tage gelangen die Kohlen durch eine elektrisch betriebene Seilbahn von Schacht 4 zu den Kokereien und Dampfkesseln, und eine zweite Seilbahn wird den Schlackensand von der Hütte nach Schacht 4 befördern. Die bisher aufgeschlossenen Flöze gehören der unteren Fettkohlepartie an. Das Flözverhalten, besonders der Westender Kohle, ist, abgesehen von einer durch Schacht 1 streichenden Hauptverwerfung, und soweit bis jetzt bekannt, von kleinen Verwürfen des südlichen Feldesteils, ziemlich regelmäßig. Das Nebengestein ist im Allgemeinen fest und wenig druckhaft. Die Kohle ist, von einigen Flözen abgesehen, rein und fällt stückreich. Die Zeche Westende fördert aus zwei Schächten von zwei Sohlen aus einer Teufe von 280 und 390 Metern arbeitstäglich netto etwa 2400 Tonnen Kohlen, welche als Förderkohlen, millierte, aufgebesserte millierte Kohlen, Stückkohlen, sodann ferner als Nuss 1, 2, 3 und 4 zum Absatz gelangen. In einer Koksofenbatterie von 60 Öfen produziert die Zeche arbeitstäglich etwa 200 Tonnen Koks. Die unterirdische Wasserhaltung ist ebenso wie die Streckenförderungen und die Haspelförderungen und die Beleuchtung der Grube elektrisch betrieben. Die Erzeugung der elektrischen Energie erfolgt in einer Kraftzentrale von etwa 1800 PS und 1050 Kilowatt elektrischer Leistung, die aber noch bedeutend erweiterungsfähig ist. Seit vier Jahren ist mit bestem Erfolg und ausgedehntem Umfang das Schlemmversatzverfahren in Anwendung, welches die Sicherheit bietet, dass Bodensenkungen in Zukunft vermieden werden. Anmerkung. Der Versatzbetrieb lief in der Regel nachts und an Sonntagen zeitgleich mit den üblichen Reparatur- und Wartungsarbeiten. Beim Kohleabbau unter dem Rhein wurde diese Versatzmethode vom Bergamt vorgeschrieben, um die Deiche zu schützen. Das Verfahren war teuer in der Ausführung. Die Belegschaft von Westende beträgt etwa 2.800 Mann. Rohr und Rhein, seit mehreren Jahren außer Betrieb, ist seit 1907 mit Westende konsolidiert. Um die in dem ehemaligen Grobenfelde Rohr und Rhein liegenden Flöze abzubauen, ist mit dem Abteufen eines neuen Schachtes 4 begonnen worden. Dieser war bis Ende 1907 zu einer Teufe von 100 Meter ausgebaut. Vorläufig liegt er auf 265 Meter, später soll er auf 510 Meter niedergebracht werden. Das Kohlengebirge ist bereits erreicht, und die Förderung wird voraussichtlich Ende 1908 beginnen. Die Schachtanlage, welche mit Kohlenseparation und Wäsche sowie elektrischen Antrieb der Fördermaschine ausgerüstet werden soll, wird auf dem Duisburg-Larer Hüttenplatz errichtet. Der Phoenix gelang es auch, den Rohrorter Schacht der Zeche Rohr und Rhein, der 1889 abgesoffen war, wieder frei zu pumpen. Der erhielt dann die Nummer 3, wurde zum Wetterschacht ausgebaut und diente danach nur als Luftschacht. Hier ist eine Karte aus der Festzeitschrift Glückauf, die eine Übersicht der Zechen im Umfeld von Westende mit dem Stand von Oktober 1908 zeigt. Zusätzlich zeige ich hier kurz das von mir erstellte Westende 1- und 2-Tagesproduktion-Chart von 1908. Das nächste Chart stammt aus der Festschrift Glückauf und zeigt den Durchschnittspreiswert von einer Tonne Kohle in den verschiedenen Regionen. Die Rohrkohle kostete 9,50 Mark pro Tonne im Jahr 1907. Es folgt ein Bild von dem Vater des Schachtes 4 von Westende Wilhelm Heinrich Kamp, nachdem der Schacht benannt wurde. Er übernahm 1898 zunächst die technische Leitung der Gesellschaft Phoenix und später den Vorstandsvorsitz. 1908 schied er aus dem Vorstand aus und wechselte in den Aufsichtsrat. Ein weiteres Bild zeigt, wie es in Meida-Ich damals zu der Zeit aussah. Bestimmt sind da auch, neben den Kindern die fast alle Holzschuhe tragen, einige Leute dabei, die was mit Westende zu tun hatten. Nachdem die Förderung 1909 im Kammschacht aufgenommen wurde, belieferte die Zeche unter anderem die auf dem Hüttengelände liegenden Kokereien mit Kohlen. Der Schacht lag eingezwängt zwischen den Kokereien und Hüttenanlagen. Die Dampf- und Stromerzeugung für das Bergwerk kam von der Phoenix-Hütte, da es ja ein Unternehmen war. Über Tage hatte man die folgenden Haupteinrichtungen. 1. Schachtgerüst. 2. Schachtgebäude. 3. Fördermaschinengebäude. 4. Sieberei, Wäsche und Verladung. 5. Büro, Waschkaue. 6. Kompressorhaus. 7. Nebeneinrichtungen. 8. Gleisanlagen. Wie bereits hier im Video gesagt, die Zeche war keine Schönheit. Die Kokerei von Rheinstahl war mit einer Transportbrücke angeschlossen, die von Phoenix mit einer kurzen Seilbahn. In der Folgezeit wurde es notwendig, wegen des ständig sich vergrößernden Grubenbetriebes und der dadurch immer schwieriger werdenden Bewetterung der Schachtanlage, den Kammschacht, also den Schacht 4, mit Rohr und Rhein den Schacht 3 zu verbinden. Hierzu baute man untertage die notwendigen Querschläge. Ein Querschlag ist von einem Schacht ausgehender waagerechter Gang, der quer zu den Gebirgsschichten verläuft. Die Wiederinbetriebnahme von Rohr und Rhein als Wetterschacht machte die Zechen Westende 1, 2 und 3, 4 in der Wetterführung voneinander unabhängig. Die Luftaufnahme aus unserer Zeit zeigt die einzelnen damaligen Zechen und die überirdischen Entfernungen zwischen den einzelnen Schächten. Die Förderung von Westende konnte bis zum Jahre 1912 auf über 900.000 Tonnen gesteigert werden. Im Jahr 1913 wurde der Schacht 2 mit der sechsten Sohle durchschlägig. Nun aber verbot die 1914-15 erlassene bergbehördliche Anordnung jeglichen Kohleabbau in den bereits früher erweiterten Schutzbezirken, was natürlich das Baufeld der Schachtanlage Westende außerordentlich einschränkte und schwierige wirtschaftliche Folgen haben musste. In 1915 wurde die kleine Kokerei Westende 1 und 2 in Meiderich mit 60 Flamöfen stillgelegt und abgebrochen. In den Jahren 1919 bis 1920 wurden die Tagesanlagen auf dem Betriebsteil 1 und 2 erneuert. In den nachfolgenden Jahren kam es auf dem Bergwerk zu mehreren groben Unglücken mit mehreren Toten. Am 21. Juli des Jahres 1917 kam es im Baufeld 1-2 zu einer Schlagwetterexplosion, hierbei kamen fünf Bergleute ums Leben. Nur wenig später kamen bei einem Gebirgsschlag mehrere Bergleute ums Leben. Dieser Gebirgsschlag betraf den Abbaubereich im Nordostfeld auf der 6. Sohle. Hier wurde mit mehreren Streben das Flöz Sonnenschein abgebaut für die Förderung der hereingewonnenen Kohlen, wurden in diesen Streben Schüttelrutschen eingesetzt. Die Auswirkungen des Gebirgsschlags waren so heftig, dass ein Bergmann, der sich über 60 Meter von der Stelle entfernt befand, alleine durch den Luftstoß durch die Luft geworfen wurde und schwer verletzt wurde. Wenige Minuten später wurden sechs Bergleute durch eine Explosion getötet. Am 6. September 1917 kamen bei einem weiteren Gebirgsschlag vier Bergleute ums Leben. Auch dieser Gebirgsschlag ereignete sich im Abbaubereich im Nordostfeld auf der 6. Sohle. Gebirgsschläge können ausgelöst werden durch die falsche Berechnung der Abbaukammern mit zu großen Hohlräumen und unterdimensionierten Stützpfeilern. Im Januar des Jahres 1920 kam es zu zwei weiteren Gebirgsschlägen im Baufeld 1 und 2 im Nordostfeld auf der 6. Sohle. Der erste Gebirgsschlag ereignete sich am 7. Januar, hierbei wurden drei Bergleute getötet. Nur 20 Tage später kam es am 27. Januar 1920 zu einem weiteren Gebirgsschlag im Nordostfeld, hierbei wurden sieben Bergleute getötet und ein Bergmann schwer verletzt. Der Bergbau mit seiner außergewöhnlichen schweren Arbeit forderte den ganzen Menschen und nahm traurigerweise auch öfters das Leben von einem oder mehreren Kumpeln. Die Schachtanlagen einschließlich der Kokereien waren am 1. April 1926 von der Phoenix in die neu gegründete Vereinigte Stahlwerke AG, Gruppe Hamborn, eingebracht worden. Damit waren 20 Jahre Phoenix Besitz vorbei. Nur noch dieser steinerne Vogel deutet auf den damaligen neuen Besitzer, die Phoenix AG für Bergbau und Hüttenbetrieb hin, die 1896 die Bergwerke Westende erwarb. Da die Fettkohle aber inzwischen zum großen Teil abgebaut war, wurden die Westende Schächte 1 und 2 am 1. Dezember 1927 stillgelegt. Es standen 33 Flöze an, davon 31 Fettkohlen und 2 s Der Kampfschacht musste sich mehr und mehr selbstständig machen. Zum Ausgleich kam die zur Schachtanlage Friedrich Thyssen 37 gehörige Schachtanlage Rönsbergshof mit den zugehörigen Feldern zum Kampfschacht hinzu. Die Schachtanlage Rönsbergshof lag in Beek unmittelbar an der alten Emscher, und davor lag direkt der Untermeideriche Schlackenberg-Düppel, auch Meideriche Schweiz genannt. Die erfolgte Zuteilung von Rönsbergshof bedeutete ein zusätzliches Baufeld von 1,6 Millionen Quadratmeter. Kurz zur Geschichte der Schachtanlage: Mit dem Abteufen von Rönsbergshof war 1908 begonnen worden. Die Firma Thyssen Schachtbau machte diese Abteufarbeiten. Der Schacht hatte einen Durchmesser von vier Metern und war mit der Endhäufe 480 Meter tief. Das Bergwerk hatte fünf Sohlen. Die Förderung wurde im Kriegsjahr des Ersten Weltkrieges 1915 aufgenommen. Die höchste Belegschaft des Bergwerkes war im Jahr 1925 mit 1469 Beschäftigten. Gleichzeitig erreichte man in diesem Jahr auch die höchste Förderleistung mit über 250.000 Tonnen geförderter Kohle. Am 30. November 1963 wurde der Wetterschacht Rönsbergshof, der einer der Ventilatoren für den Kammschacht Westende war, endgültig außer Betrieb genommen. Eine Bedeutung hatte Rönsbergshof nach wie vor für das Ausbildungswesen der Hamborner Bergbau AG, denn seit dem Jahre 1955 war auf dem Gelände von Rönsbergshof ein Schulhaus gebaut worden, die Bergberufsschule Rönsbergshof. Später kam noch eine Turnhalle hinzu, die heute noch steht, und ich auch von innen kannte, da wir dagegen Ende 1969 mit dem Fußballverein Beek 05 ein paar Mal Training hatten. Viktoria Beek trainierte da auch. Am 28. Juli 1964 wurde das Schachtgerüst von Rönsbergshof niedergelegt. 56 Jahre Schachtgeschichte waren damit in Beek zu Ende gegangen. Ende 1964 wurde der Schacht, wie hier im Bild zu sehen, mit von Lastwagen angelieferten Material verfüllt. Als Rönsbergshof-Westende zugeteilt wurde, musste auf ihm, mit einer Unterbrechung vom 1. Februar 1928 bis 31. Januar 1929, die Förderung noch bis Mitte April 1930 aufrechterhalten werden. Die geförderten Kohlen wurden mit der Werksbahn über eine Brücke, die die alte Emscher der Zeche bevor der Helmholtzstraße überquerten nach dem Kampschacht gefahren, weil damals zwischen den Gruben von Rönsbergshof und Kampschacht keine unterirdische Verbindung, also ein Querschlag bestand. Anmerkung. Die hier im Luftbild gezeigte Werksbahnbrücke mit dem Weg nach Westende über die alte Emscher existiert schon lange nicht mehr. Als ich noch Kind war in den 50er Anfang der 60er Jahre, waren die alten Stützpfeiler dieser Brücken noch gut zu sehen. Seitdem dann auf der vierten und fünften Sohle die Verbindung zu Westende Schacht 4 hergestellt war, diente der Schacht Rönsbergshof nur noch der Wetterführung. Bis zum 1. Juli 1930 war er Seilfahrtschacht. Im Jahre 1927 hatte Westende zusammen mit Rönsbergshof eine Förderung von über 1.129.000 Tonnen erreicht. Das war die höchste Jahresförderung für Westende in ihrer ganzen Geschichte. Der wirtschaftliche Niedergang Anfang der 30er Jahre machte dem Kampfschacht sehr zu schaffen. Die Förderung musste niedrig gehalten werden und sank auf unter 500.000 Tonnen ab. Die dann erfolgte Stilllegung der Hütte Rortmeider ich bedrohte auch den Kampfschacht. Doch der 1934 erfolgte Besitzwechsel, Zusammenfassung des Bergwachsbesitzes der Vereinigte Stahlwerke AG in die Gelsenkirchener Bergwachs AG, brachte die Wende. Die Schachtanlage Westende kam zur Gruppe Hamborn der Gelsenkirchener Bergwachs AG. Im Über- und Untertagebetrieb wurden nun große Veränderungen vorgenommen. Eine Sondergenehmigung ermöglichte den Abbau unter dem Rhein. Die Förderung stieg bald über 800.000 Tonnen. Dazu kam natürlich sehr helfend, dass im Mai 1934 die Hütte Rohrort Ich wieder in den Betrieb ging und damit der metallurgische Prozess der Stahlerzeugung wieder voll aufflammte. Wie mein Vater mir einmal erzählte, gab es auch auf dem Zechengelände Westende eine Lehrwerkstatt und eine bergmännische Berufsschule. Das muss im Jahr 1937 gewesen sein. Auf der Zeche wurden Lehrlinge als Bergleute und in den verschiedensten Handwerksberufen ausgebildet. Die jungen Lehrlinge mussten auch an das Leseband ran. Gemäß Aussagen meines Vaters war das eine dumme und schwere Arbeit. Man musste während einer Schicht so an die vier Tonnen Steine, die man aus der Kohle gelesen hatte, hinter sich werfen. Da wusste man im Alter von 14 und 15 Jahren als Junge, der gerade von der Volksschule kam, was man während der Schicht gemacht hatte. Dann kam der Zweite Weltkrieg. Während des Krieges fällt die Förderung von 844.000 Tonnen jährlich in 1940 auf 102.000 Tonnen jährlich in 1945 bei fast halbierter Belegschaft. Durch die unmittelbare Nähe zu den kriegswichtigen Kokereien und Stahlwerken wird auch Westende im Krieg durch Bombenwurf in Mitleidenschaft gezogen. Ein Luftangriff vom 14. Oktober 1944 erzwang den vorläufigen Stillstand der Schachtanlage. Die näherrückende Front führte 1945 dazu, den gerade wieder aufgenommenen Betrieb der Schachtförderung nur noch bei Nacht vorzunehmen. Der ehemalige Bergwerksdirektor Dr. Hoffmann, von 1930 bis 1945 Betriebsdirektor von Westende, erinnerte sich an den Krieg wie folgt. Als die Schachtanlage nach dem schweren Bombenangriff 1944 kaum wieder einsatzfähig war, lag sie mitten in der Kampflinie. Es durfte kein Feuer gemacht werden, weil der aufsteigende Rauch der amerikanischen Artillerie zu gutes Ziel bot, und das Leben spielte sich großenteils in den Luftschutzkellern ab. Die Übertagebelegschaft, eine besonders traurige Erinnerung, musste in den Tischlereien Särge herstellen und Stollenstempel für Luftschutzkeller verarbeiten. Die Waschkaue war öffentliche Badeanstalt und die Belegschaft war mit Räumungsarbeiten und dem Bau von Luftschutzstollen beschäftigt. Aber trotz der Bombenangriffe kam auf dem Gelände von Westende kein Belegschaftsmitglied ums Leben. Allerdings halten sich die Zerstörungen im Vergleich zu anderen Anlagen im zentralen Rohrgebiet noch in Grenzen und können bereits kurz nach Kriegsende beseitigt werden. Im April des gleichen Jahres besetzten dann amerikanische Truppen die Anlage bis Mitte Oktober 1945. Sofort nach ihrem Abzug aber machten sich die Westender Bergleute unentwegt ans Werk. Der Betrieb kam allmählich wieder in Gang. Trotz des allgemeinen Hungers, des Kohlenklaus und dem Schwarzmarkt schloss man im Jahr 1945 bereits wieder mit einer Gesamtförderung von rund 100.000 Tonnen ab. Die Ausgabe eines dritten Kehrpaketes an Bergleute im deutschen Rohrbergbau wurde an bestimmte Bedingungen geknüpft. Die deutschen Bergarbeiter mussten ihre Förderleistungen um 16% gegenüber dem Monat November 1947 steigern und diese Leistung vier Wochen beibehalten. Die Pakete enthielten neben energiereichen Lebensmitteln auch Kaffee, Tee und Zigaretten und stammten aus amerikanischen Beständen. Gegen Anfang 1947, nach fast zwei Jahren amerikanischer Kriegsgefangenschaft, begann mein Vater seine Arbeit wieder als Kohlenhauer auf Westende. Mein Vater, wenn ich ihn später einmal über die amerikanische Kriegsgefangenschaft befragte, sprach gut über die Amerikaner. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges betrug die Leistung unter Tage im Ruhrgebiet nur noch 800 bis 900 Kilogramm Kohle pro Mannschicht. Im August 1945 geschah die Gründung der Norddeutschen Kohlenkontrolle, NGCC, als Kontrollorgan über den deutschen Bergbau in der britischen Besatzungszone. Hierzu gehörte auch die Zeche Westende. Im Dezember 1946 trafen sich Bergarbeiterdelegierte aus Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen auf einer Generalversammlung in Herne und gründen den Industrieverband Bergbau für die britische Zone. Im Januar 1947 kam die Einführung des Bergarbeiterpunktesystems zur bevorzugten Versorgung der Bergleute mit Lebensmitteln und Kleidung. Im September 1950 fand der erste Verbandsjugendtag der Industriegewerkschaft Bergbau in Bochum statt. Alle Jugendlichen aus sämtlichen Zechen waren bei der Abschlusskundgebung dabei. Die Forderung war die Mitbestimmung. Im Jahr 1950 betrug die Kohleförderung der Zeche Westende 520.710 Tonnen und die Belegschaft war 2348 Mann stark. Die Absenkung der Rorota Häfen durch Kohleabbau wurde im Jahr 1951 vertraglich festgelegt. Die drei Beteiligten waren die Zeche Westende, die Wasser- und Schifffahrtsdirektion Münster und die Duisburg-Roroter Hafen AG. Am 7. Juni 1951 traf das Montanmitbestimmungsgesetz in Kraft und gilt übergreifend als Meilenstein in der Geschichte der Mitbestimmung. Im Herbst 1951 wird vom Deutschen Bundestag das Gesetz zur Förderung des Bergarbeiterwohnungsbaus im Kohlenbergbau verabschiedet. Bei uns war es die rheinisch-westfälische Wohnstätten AG, die für den Wohnungsbau verantwortlich war. Zu der Zeit war die Gelsenkirchener Bergwachs AG, zu der ja auch noch die Zeche Westende gehörte, der größte Anteilhaber dieser Wohngesellschaft. Mein schlauer Jugendfreund Waldi Zimmermann ging hier in diesem Gebäude auf der Emscher Straße in Meida-ich 1965 zur Lehre. Ich zeige hier auch ein Bild, wie das Gebäude, welches die Hauptverwaltung des Hüttenbetriebes Meida-ich war, in 1943 nach einem Luftangriff aussah. Dann, am 1. Juli 1953 erlebte die Schachtanlage Westende noch einmal einen Besitzwechsel. Die Gruppe Hamborn der Gelsenkirchener Bergwerks AG wurde im Zuge der Entflechtung in die beiden Gesellschaften Hamborner Bergbau AG und Friedrich Thyssen Bergbau AG aufgeteilt, zu welch letzterer auch die Schachtanlage Westende kam. Dazu gehörten noch der Schacht 48, die schöne Schachtanlage B.E.K. und der große Schacht 25 in Marxloh, sowie drei Kokereien. Eine Hauptverwaltung und Zentralwerkstatt gab es bei der Hamborner Bergbau AG auch. Außerhalb von Duisburg war da noch die Zeche Lohberg, die dazu gehörte. Der Schacht Neumühl war nicht dabei, der gehörte zu Rheinpreußen wie auch Walsum. Die hier in der Karte mit rot umrandeten gezeigten Symbole waren die Zechen und Kokereien, die zur Hamborner und Friederich-Düssen-Bergbau AG gehörten. Wie man auf dieser Karte aus dem Jahr 1956 auch schön erkennen kann, war unsere Gegend der Duisburger Norden gut bestückt mit Zechen, Kokereien und Stahlwerken. Hier ist ein Bild aus La mit der Lara Straße, wie damals Anfang der 50er Jahre der Weg zur Zeche Westende von hier aus aussah. Gut zu sehen ist die alte Straßenbahn, die Linie 13. Wie schon gesagt, als Kind bin ich da noch mitgefahren. In 1954 gab es die Einführung der 7,5-Stunden-Schicht für Bergarbeiter unter Tage, die bis zur Einführung der 5 tage 1959 ihre Gültigkeit behielt. Ebenfalls in 1954 wurde als Symbolfigur für das vom Bergbau geprägte Rohrrevier die Figur des Kumpel Anton als Karikatur geboren. Kumpel Anton erschien wöchentlich, immer am Samstag in der dicken WAZ-Ausgabe, und wurde von mir als Kind zusammen mit meinem Vater immer gelesen mit meinen Worten. Papa, lass doch mal den Kumpel Anton gucken. Im Jahr 1955 betrug die Kohleförderung der Zeche Westende 489.800 Tonnen und die Belegschaft war 2.257 Mann stark. Mein Vater erzählte mir als Kind viel von groben Pferden, die er aufgrund seiner langen Zechentätigkeit ja gut kannte. Selbst in den 50er Jahren gab es noch einige Pferde auf der Zeche Westende. Eine Geschichte war, dass eines der Pferde schon mal durchgegangen ist. Der Pferdejunge war meistens ein Schlepper, wenn der den Gaul nicht angebunden hatte, rannte das Pferd in Stallrichtung los. Der Pferdejunge lief hinterher und versuchte den Gaul wieder einzufangen. Der kriegte das Pferd aber erst im Stall, weil er an das Tier im Streb nicht vorbeikam. Auch wussten die Pferde genau, wie viele Loren hinter ihnen hingen, die sie ziehen mussten. Wenn da eine Lore zu viel war, rührte sich der Gaul nicht von der Stelle. Unter den Bergleuten gab es auch so einige Pferdeflüsterer, die gut mit den Tieren umgehen konnten. Es passierte auch mal, dass ein Pferd in einer Weiche hängen blieb und sich das Bein brach oder eine elektrische Oberleitung mit dem Ohr berührte. Danach gab es dann in der Zechenkantine für ein paar Tage Pferdegulasch. Anfangs der 50er Jahre waren die Strebe noch mit Holzausbau. Dazu brauchte man natürlich Holz, was auf dem Zechenplatz gelagert war. Mit dem Einfahren des Holzes in die Grube kamen auch ungewollte Gäste in die Zeche. Es waren Ratten. Darum musste man seine Stullen gut in einer Aluminiumbrotdose einpacken. Tat man das nicht, haben die Zechenratten einen das Brot weggefressen, und man stand mit leeren Händen da, wie mein Vater mir erzählte. Bei dem Abbau mit dem Abbauhammer musste man in die Kohle zuerst ein Kerb, also ein Loch, heraushämmern, um die Kohle richtig abbauen zu können. Manchmal war die Kohle so hart, dass man mit dem Presslufthammer fast die ganze Schicht gerappelt hat, um den Kerb in die Kohlenwand zu bekommen. Nicht gut, da man sein Gedinge nicht machen konnte. Das Ganze war eine sehr schwere körperliche Arbeit und ging auch auf die Knochen, da die Abbau und Bohrhämmer noch keinen Schlagdämpfungsmechanismus hatten. Die Hammerstöße dieser Maschinen wurden voll in den Körper übertragen. Bei Abbauarbeit in einer Abbaukammer fiel mein Vater einmal 1955 vom Gerüst und brach sich vier Rippen. Und dabei hatte er noch viel Glück gehabt. Ohne Glück konnte man in der Zeche Untertage zu der damaligen Zeit wohl nicht überleben. Von drei Leuten aus meiner nahen Umgebung, die kein Glück hatten, habe ich hier schon im Video berichtet. Mein Vater hatte nicht nur im Streb geschuftet, sondern auch in der Strecke gearbeitet. Teilweise war das eine richtige Knochenarbeit, wie er mir einmal erzählte, wenn man nach dem Schießen die Berge wegräumen und zur Schütterutsche mit den Händen transportieren musste. Anfangs der 50er Jahre gab es keine Sicherheitsausrüstung mit der Ausnahme von Knieschunnern. Das Licht des Bergmanns war noch die Grubenlampe. Das nächste Bild zeigt, wie zwei Bergleute eine Lore wieder auf das Gleis setzen. Es war alles Knochenarbeit. Dann in 1955 gab es bereits das erste Gastarbeiter-Anwerbeabkommen der Bundesrepublik Deutschland mit Italien. Die Älteren, wie mein Vater kannten die Italiener ja noch aus dem Zweiten Weltkrieg und nannten die neuen Kollegen einfach Spaghettis. Anfangs 1958, wie ich hier im Video bereits berichtet habe, begann die schwere Kohlebergbaukrise mit Feierschichten und dem Zechenschließen. Es folgten noch am 26. September 1959 der Marsch auf Bonn. Hier waren rund 60.000 Bergleute einem Aufruf der Industriegewerkschaft Bergbau gefolgt und demonstrierten unter der Losung Sicherheit statt Chaos gegen Zechenstilllegungen und Kurzarbeit. Von dieser Kohlenkrise hat sich der Bergbau bis zu seiner Auslöschung nie wieder richtig erholt. Das Jahr 1959 brachte für die Bergbautechnik sehr große Entwicklungsschritte, und zwar in allen Bereichen der bergbaulichen Arbeiten. Es gab ab 1960 keine groben Pferde mehr. Das Pferd als Jahr 100 Jahre langer Kumpel war verschwunden. Das Ziel war fort mit der Panschippe. Hier ist eine Grafik, die die durchschnittliche Aufteilung des Arbeitsaufwandes beim Auffahren der Abbaustrecken von Hand zeigt. Wie man aus dem Chart gut erkennen kann, war das Laden der Kohle und Berge mit 53% der weitaus größte Arbeitsanteil auf der Zeche. Dadurch folgte anfangs der 60er Jahre die Ablösung des Abbauhammers und der Panschippe. Dafür wurden Kohlehobel, Walzenschremmlader und Raupenlader eingesetzt. Hier im Bild gezeigt ist ein Hobelstreb. Man sieht die Strebfront mit dem Wald von Ausbaurahmen in einem 2 Meter mächtigen Flöz. In der Mitte ist der Kohlenhobel gut sichtbar. Die althergebrachten Holzstempel wichen zunächst Stahl- und Eisenstempeln, worauf bald danach sogar hydraulische Einzelstempel folgten. Hier gab es sogar den schreitenden Ausbau. Der Hauer wie hier im Bild lässt durch einen Hebeldruck den Ausbau einfach vorrücken. Die Einführung von Kopflampen erfolgte ebenfalls und befreite die Hände von der Grubenlampe. Es folgt ein Bild aus 1960, das einen Einsatz eines Doppelwalzenschremladers zeigt. Das nächste Bild zeigt einen einfachen Walzenschremmer, der mit dem Haspel gezogen wird bei der Arbeit. Zum Wegladen der Berge wurde der neue Wurfschaufellader erfolgreich eingesetzt. Auch Raupenlader, wie hier in Bild gezeigt, kamen mit Erfolg zur Anwendung. Nach der Einführung der Förderbänder fuhr man auch auf diesen gelegentlich mit, indem man sich da einfach darauf legte, und man wurde ein Bandfahrer. Das war eine, wie ich meine, ziemlich gefährliche Angelegenheit. Mein Vater, der die Zeche Westende aufgrund seiner langen Tätigkeit ziemlich gut kannte, sagte damals zu der Einführung der neuen Maschinen, na klar, das war schon enorm. Manche Arbeit war jetzt weniger anstrengend. Was früher im Streb 25 Kumpel schafften, bewältigten nun vier Männer. Aber trotzdem war es noch schwer, und das Arbeiten mit den neuen Maschinen war auch kein Zuckerschlecken, sondern eine Herausforderung der Bergleute. Aber auch der Abbauhammer fand noch seinen Einsatz. Es wurden durch die Mechanisierung Arbeitskräfte eingespart. Auch die Sicherheit nahm zu, vor allem durch den schreitenden Ausbau. Mit der Einführung von Förderbändern und dem ersten Schremm- und Hobelmaschinen veränderte sich auch die Aufgabenverteilung in den Abbaubetrieben und die Produktion wurde gesteigert, wie es auch sehr schön aus der hier gezeigten Grafik zu entnehmen ist. Trotz Produktionssteigerungen gab es in 1960 weiterer Gastarbeiteranwerbeabkommen mit ausländischen Staaten, insbesondere mit Griechenland und Spanien 1960, und der Türkei in 1961, zahlreiche der Gastarbeiter kamen in den deutschen Steinkohlenbergbau. Das Bild zeigt einen Streb in Westende. Im Jahr 1960 betrug die Kohleförderung der Zeche Westende 708.820 Tonnen und die Belegschaft war 2042 Mann stark. Nachdem ich bereits in diesem Video viel über Kohle gesprochen habe, berichte ich nun etwas über das grobe Wetter. Wie natürlich jedem von uns bekannt ist, wäre jede Arbeit ohne frische Luft und besonders im Bergbau unmöglich. Im Bergbau hatte sich im Lauf der Jahrhunderte im Kampf gegen die matten, bösen und schlagenden Wetter, so nannte man die Luft unter Tage, fast eine eigene Wissenschaft herausgebildet. Und das war die so wichtige groben Bewetterung. Der Bergmann sprach von matten oder stickenden Wettern, wenn die groben Luft so viel unatembare Gase, wie Kohlensäure, Stickstoff, Methan und Wasserstoff enthielt und deshalb gar nicht oder nur schlecht die regelmäßige Atmung erlaubte. 1884 war das Jahr, das wohl den einschneidendsten Fortschritt für die Grubenbewetterung somit auch natürlich für die Zeche Westende brachte. In diesem Jahr wurden nämlich die Dampfturbine erfunden. An die Stelle des stoßweise arbeitenden Kolbens trat nun das pausenlos umlaufende Flügelrad, mit dem man einen gleichmäßigen und regulierbaren Luftstrom erzeugen konnte. Als dann noch etwas später der Elektromotor als Antrieb hinzutrat, war schließlich der Grubenlüfter und Ventilator erfunden, wie er in verschiedenen Größen und Ausführungen im gesamten Bergbau verwendet wurde. Es ist klar, dass jeder Abbaubetrieb, jede Strecke, jeder Blindschacht und jeder Schacht dem Luftstrom einen Widerstand entgegensetzte. Die Summe dieser Widerstände musste der Lüfter überwinden, indem er einen bestimmten Unterdruck im Grubengebäude erzeugte. Aus der Wettermenge und diesem Unterdruck ließ sich die Grubenweite berechnen, ein Maß für den Wetterwiderstand und das Wetterdurchlassvermögen der Grube, mit dem der Wetterfachmann ständig zu rechnen hatte. Ich zeige hier ein Luftbild aus dem Jahr 1965 mit dem Hüttenwerk Phoenix, dem Eisenbahnbassin und im hinteren Bereich von mir in rot markiert ist der Wetterschacht Rohr und Rhein. Leider ist der Schacht etwas von den Rauchschwaden des Hüttenwerkes verdeckt. Ein schönes Bild, das die Größe des Phoenix Stahlwerkes zeigt, welches damals in 1965 gerade von Thyssen übernommen wurde. Ich muss hier noch bemerken, dass die Phoenix im Jahr 1925 insgesamt 15 Schachtanlagen mit 25.000 Arbeitern hatte. Zur besseren Ansicht zeige ich hier nochmals ein altes Bild vom Schachtrohr und Rhein. Der Schacht hatte mehr Ähnlichkeit mit einer Ritterburg als mit einer Steinkohlenzeche. Leider wurde er gegen Ende 1968 einfach von Thyssen abgerissen. Schon damals war der Schacht 100 Jahre alt. Es folgt eine weitere Ansicht von der Straße am Nordhafen des Rohr- und Rheinschachtes. Das Bild enthält meine Beschriftung, wo der Lüfter lokalisiert war. Das nächste Bild ist der Schacht Rohr- und Rhein in der Neuzeit, als bereits alles abgerissen war. Das folgende Bild zeigt den Wetterschacht Rönsbergshof in Beek. Die gelbe Schrift Lüfter zeigt, wo dieser stand. Ich möchte hier ergänzen, dass die Anlage wahrscheinlich noch einen separaten Luftschacht hatte, der ein paar hundert Meter weiter östlich nahe der Papiermühlenstraße lag. Die Gegend heißt da auch heute noch am Luftschacht. Ich fragte damals meinen Vater einmal, ob es da irgendwo einen Luftschacht vom Rönsberghof gäbe, der antwortete mit Ja. Mein Vater musste es ja gewusst haben, da er ja lange genug da unter Tage gearbeitet hatte. Ich aber habe diesen Luftschacht bis heute nicht lokalisieren können. Vielleicht war da auch kein weiterer Luftschacht, sondern nur ein Blindschacht gewesen. Ich möchte hier auch nochmal sagen, dass ich als Kind die ganze Gegend einschließlich der Emscher gut kannte. Da gab es zwei Emschers, die alte im Süden, die in Richtung Helmholtzstraße floss, und die mittlere im Norden lief in Richtung Ostacker, und sie wurde in den Beekerstraaten Wärterklärbecken gesammelt und floss dann weiter in das runde Pumpenhaus. Zwischen den beiden Emschers befand sich die Beekerbaumschonung, also die Vogelwiese von Beek, aber nicht so schön wie die Lara. Des Weiteren war da die Bahnstrecke duisburg meiderich nord nach Hohengutberg. Mein Gott, was fuhren da schnaufende, dampfende, schwarzglänzende alte Dampfloks auf dieser Strecke? Der Anblick und das Geräusch waren einfach faszinierend. Wir Kinder folgten den Lauf der beiden Emschers schon bevor 1960, und es war immer ein gewaltiges Abenteuer für uns. Leichtsinnig überquerten wir, mit einem balancierenden Gänsefußschritt die sehr schmalen Querstreben der Emscher. Das war eine sehr gefährliche, dumme Mutprobe. Es waren meistens die unter uns, die zu so etwas aufforderten, bei denen der Charakter schon als Kind nicht so gut war, und die auch Jahre später im Gefängnis gelandet sind. Ergänzend muss ich aber dazu sagen, dass wir alle keine Engel waren. Damals ging das bei uns alles ohne den grünen Pfad, und wir liefen manchmal fast bis zum Emscher Pumpenhaus an der Hoffschen Straße. Danach ging es den fast 20 Minuten langen Weg zurück nach Hause, und zwar vorbei am Beeker Kino und Marktplatz, weiter entlang der Hauptstraße bis zur Windmühlenstraße, und dann zur Neanderstraße 138, wo mich meine Mutter sehr besorgt um mich mit viel Geschimpfe empfing. Mensch Werner, wo warst du bloß wieder, und mit welchen Teufeln warst du so lange zusammen? Es ist doch schon so spät und dunkel, und es folgte wieder das Spülbecken in der Wohnküche mit dem kaltem Wasser zu meiner Körperreinigung mit der harten Schrubbbürste. Mein Vater in 1962 war, nachdem er seine lange Hauerarbeit auf Westende beendet hatte, noch als Wettermann unterwegs. Wie er mir erzählte, besuchte er in seiner Tätigkeit verschiedene Stellen in der Zeche mit seiner groben Lampe und konnte anhand der Flammenveränderung feststellen, wie viel groben Gas vorhanden war. Er erklärte mir auch etwas die groben Bewetterung. Er sagte, dass man überall Untertage an jedem Punkt frische Luft brauchte. Wichtig war auch zu wissen, dass warme Luft leichter als kalte Luft ist und dass Wasser die Luft reinige. Das verstand ich auch damals als zwölfjähriger Junge ganz gut. Also für den Kampfschacht der Einziehschacht war sorgten große Grobenlüfter, aufgestellt an den Ausziehschächten die Wetter aus der Grube an und sorgten damit für den ständig fließenden Wetterstrom. Die Ausziehschächte für Westende waren der Schacht Rohr- und Rhein in Rohrort sowie der Schacht Rönsbergshof in Beg, die ja bereits durch dieses Video uns gut bekannt sind. Der Schacht Rohr und Rhein war ja bereits seit 1908 durch Querschläge, die von dem damaligen Besitzer der Phoenix gebaut wurden, mit dem Kampfschacht verbunden, und der Rönsbergshof folgte 20 Jahre später mit der Verbindung der vierten und fünften Sohle, wie bereits zuvor hier im Video gezeigt. Diese wurden von dem damaligen Besitzer vereinigte Stahlwerke gebaut, wo die Phoenix noch mit 26% beteiligt war. Im Kampfschacht fiel die Luft durch den Förderschacht zu den Fördersohlen, zog von dort zu den Abbaubetrieben, stieg in die höher gelegenen Abwettersohlen und wurde an den beiden Ausziehschächten von den Lüftern erfasst. Diese Lüfter bewältigten Wettermengen bis zu 8000 Kubikmeter in der Minute und sorgten für frische Luft. Wie die Wettermenge im Grubengebäude verteilt war, überwachte ein Wettersteiger mit einem Mengenmessgerät. Böse oder giftige Wetter traten auf, wenn der Grubenluft Kohlenoxid, Schwefelwasserstoff oder Stickoxide beigemengt waren. Besaßen diese Gase die Eigenschaft der Explosionsfähigkeit, so wurden sie schlagende Wetter genannt. Das Mischungsverhältnis bestimmte den Grad ihrer Entzündbarkeit, die zwischen 5 bis 14 von 100 liegt. Deshalb durfte, nach den bergbehördlichen Vorschriften, der Methan-Gasgehalt im Wetterstrom an keiner Stelle 1 von 100 überschreiten. Das Grubengas war in unterschiedlichen Mengen in der Kohle gebunden und wurde beim Abbau eines Flötzes frei, allerdings nicht nur das in dem gebauten Flötz gebundene Grubengas, sondern auch das in den über- und unterbauten Flötzen. Schuld trugen die vom Abbau hervorgerufenen Gebirgsbewegungen. So ist es erklärlich, dass beim Abbau des ersten Flötzes einer Flözgruppe die frei werdende Methanmenge häufig sehr groß war und der Methangehalt auch mit Hilfe einer hohen Wettermenge nicht unter der bergpolizeilich vorgeschriebenen Grenze von 1 von 100 gehalten werden konnte. In diesem Falle saugte man das Grubengas ab, indem man in das hangende oder liegende Bohrlöcher stieß, Rohre einzementierte und Gasleitungen anschloss, durch die das Gas abgesaugt wurde. Zu bemerken ist noch, dass die Gebirgstemperatur um durchschnittlich 3 Grad Celsius je 100 Meter Teufe zunimmt. Die Schachtanlage Westende war nicht so tief. Die sechste Sohle war bei 525 Meter Teufe. Der Wetterschacht Rönsbergshof verlor an Bedeutung, als der Abbau unter den Duisburg-Roroter Häfen aufgenommen wurde. Der im Hafenfeld stehende Wetterschacht Rohr- und Rhein reichte für die Bewetterung dieses Feldes völlig aus, und Rönsbergshof hat nur so lange noch in Betrieb bleiben müssen, wie der Abbau im Mittelfeld umging. Wie bereits hier gezeigt, in 1964 wurde der Förderturm niedergelegt und der Schacht später verfüllt. Mein Vater, der ja wie bereits hier erwähnt, seit 1927 auf der Zeche Westende als Hauer gearbeitet hatte, erzählte mir während meiner Kindheit häufig, dass die Zeche die Häfen tiefer legen würde. Ich fragte dann. Wie macht man das? Und die Antwort war, wir holen darunter die Kohle raus. Sehr aufmerksam, aber doch etwas verwundert hörte ich mir das an. Irgendwie verdutzten mich diese ganzen Absenkungserzählungen in meiner Kindheit. Wenn ich mit meinen Eltern am Rhein, meistens an Sonntagen nahe der Homberger Brücke, spazieren ging und ich das Rheinwasser sowie die vielen Gebäude sah, erschien mir das Ganze fast unglaublich. Auch eine schöne Hafenrundfahrt, die wir einmal 1959 machten, änderte nichts an meiner bedenklichen Einstellung. Mein Vorstellungsvermögen war einfach als Kind dafür nicht groß genug. Aber diese Erzählungen meines Vaters waren die Realität, wie ich das auch Jahre später, als ich bei Thyssen bereits in der Lehre war, in der monatlich erscheinenden Werkszeitung Unsere ATH selber habe nachlesen können. Damit war mir das Rätsel der Absenkung mehr klar, und ich wusste so ungefähr, was da unter Tage gemacht worden ist. Die Geschichte war, dass sich der Rhein jährlich vier Zentimeter tiefer in den Grund grob, und das waren in 100 Jahren satte vier Meter. Der Höhenunterschied zwischen oberer Uferkante in den Hafenbecken und den bei niedrigem Wasserstand anlegenden Schiffen wuchs. Damit stiegen die Kosten für das Löschen der Ladung, und, noch dramatischer, langfristig drohte die Verlandung also das Austrocknen der einmündenden Hafenbecken und Kanäle, weil der Rheinwasserspiegel ständig absank. In der ersten Zeit, als diese Erosion beobachtet wurde, konnte man dem Absinken der Rheinsohle insofern folgen, als man den Hafen einfach tiefer ausbaggerte. Aber das war nur bis zu einer bestimmten Grenze möglich. Bei Hafenbecken mit Böschungen wurde die Fahrrinne immer schmaler, weil der Wasserstand mit dem tieferen Ausbaggern sank. All diese Probleme trafen für die gesamten Duisburg-Rorotter Häfen zu. Diese Auswaschungen im Rhein waren im Wesentlichen auf drei Tatsachen zurückzuführen. Einmal war der Strom selbst schuld daran. Er trug vor allem seit seiner früheren Regulierung mit seiner Strömungsgeschwindigkeit einen Teil der Flusssohle mit sich fort. Zum Zweiten spielten die Entnahmen von Kies und auch der Bergbau unterhalb des Stroms eine gewisse Rolle. Drittens war es dann die Schifffahrt, die mit den Schrauben der immer stärkeren Motoren den Grund des Stroms aufzuwühlen half und somit die Voraussetzung dafür schaffte, dass die schwebenden Sandteilchen, die von der Sohle losgerissen wurden, vom Fluss mitgenommen werden konnten. Der Startschuss für dieses Hafenkohleabbaugroßprojekt der Zeche Westende fiel 1951. Unterhalb der duisburg Häfen lagen zu diesem Zeitpunkt rund 30 Millionen Tonnen Kohle. Sie insgesamt abzubauen, war nicht möglich, weil zahlreiche Verkehrswege dann ebenfalls mit abgesenkt worden wären und bei Hochwasser unter Wasser gestanden hätten. Hinzu kam, dass der Hafen zum Teil in stark bebaute Gebiete hineinreicht, so dass auch diese Gebäude abgesenkt worden wären und dort mit Sicherheit eine Fülle von Schäden eingetreten wären. Daher wurde in einem Vertrag vorgesehen, den zum Abbau vorzusehenden Kohlenvorrat auf 12 Millionen Tonnen zu begrenzen. Die Vereinbarung ermöglichte der Zeche Westende, ihre Anlagen um weitere 16 Jahre in Betrieb zu halten, denn ohne sie wäre das Lara Kohlebergwerk bereits 1952 geschlossen worden. Die Vereinbarungen waren. Siehe hier das Schaubild, dass unter Berücksichtigung der Möglichkeiten und Anforderungen über- und unter Tage die sechs Häfen von Rohrort, das waren Becken A, B, C sowie der Kaiser, den Nord- und Südhafen um 1,60 bis 2 Meter sowie die beiden Einfahrtsschleusen des Rhein-Herne-Kanals um 2,25 Meter durch den Abbau von vier Kohleflützen in einer Tiefe von 90 bis 500 Meter abgesenkt werden sollten. Die Zeche Westende verpflichtete sich, die in dem zuvor gezeigten Schaubild Absenkungen mit einer Marsche von plus-minus 5% durchzuführen. Hier ist ein Übersichtsplan Rohrgebiet West mit den Wasserverbindungen und Häfen zu sehen. Im Jahr 1953 konnten die Vor- und Ausrichtungsmaßnahmen beginnen. Es bedurfte umfangreicher Planungs- und Vermessungsarbeiten. Diese Planung und die verantwortlichen Entscheidungen dazu gehörten in das Tätigkeitsgebiet der Markscheider. Diese Leistungen für die Steuerung des Abbaus und größte Genauigkeit der Setzungen waren außergewöhnlich. Ein Markscheider war ein speziell im Bergbau tätiger Vermessungsingenieur und es war ein alter und angesehener Beruf im Bergbau. Die federführenden Techniker waren der Obermarkscheider Diplom-Ingenieur Gerd Schweden, Betriebsdirektor Bergrat Brandt, und sein Betriebsführer Klein, Zechenbaumeister Boschulte und deren Chef der Bergwerksdirektor Ernst Schlokow, der seit 1953 federführendes Vorstandsmitglied der Hamburger Bergbau AG war. Bergwerksdirektor Ernst Schlokow war unter anderem in 1929 als Abteilungssteiger auf Westende tätig und kannte die Zeche gut. Mein Vater, aus dieser Zeit kannte den großen Chef Schlockho. Wenn mein Vater, was sehr wenig vorkam, einmal wütend auf die Zeche war, sagte er dann: Dieser verdammte Schluck Von der Stadt Duisburg den Ruhrorter Häfen war der Hafendirektor Diplom-Ingenieur Hermann Bumm und der Oberbergrat Hans Joachim Müller vom Bergamt verantwortlich. Das Bergamt Duisburg wurde 1965 aufgelöst. Die notwendigen Planungsarbeiten waren 1955 soweit abgeschlossen, dass mit den entwickelten Arbeitsmethoden und festgelegten Abbaureihenfolgen mit der Hafenabsenkung begonnen werden konnte. Ehe aber man mit dem Kohleabbau an das Hafenfeld herankam, mussten Querschläge und Richtstrecken bis zur äußeren Feldgrenze gemacht werden. Unter dem Hafengebiet wurde danach damit begonnen die lange Zeit verbotenen Steinkohlesicherheitspfeiler abzubauen. Das Bild hier aus 1959 zeigt eine Teilansicht des Nordhafen in Rohrort. Vorne rechts ist der Hauptleitstand der damals neuen Erzbrech- und Siebanlage, im Hintergrund stehen die Wipperkrane. An einer solchen komplexen Anlage kann man gut erkennen, wie schwierig die gesamte Hafenabsenkung war. Der Bergbau übernahm damit eine bedeutungsvolle und schwierige Aufgabe, die Kohle unter Tage mit besonderer Vorsicht so abzubauen, dass über Tage absichtlich gezielte Bergsenkungen zum Vorteil der Oberliga entstehen sollten, wobei Schäden an den zahlreichen und komplizierten Bauwerken möglichst zu vermeiden waren. In einem derartigen Umfang und Ausdehnung war der Bergbau mit den besonders zu treffenden Vorsichtsmaßnahmen bis zu diesem Zeitpunkt nicht betrieben worden aber auch für die Hafenverwaltung war es eine neue und interessante Aufgabe, trotz der Auswirkungen der Bergsenkungen der verschiedenartigen Bauwerke es waren rund 14 Kilometer Ufer, 4 Kohlekipper, 9,5 Kilometer Krangleise, 45 Kilometer Bahngleise und Tankläger mit 300.000 Kubikmeter Tankraum und den dazugehörigen Rohrleitungen, sowie zahlreiche Hochbauten betroffen, jederzeit betriebsfähig zu halten, wobei die verschiedenen Interessen zwischen Bergbau und Hafenverwaltung jeweils abzustimmen waren. Was wurde eigentlich gemacht und wie funktionierte das? Die Kohle wurde in vier Flötzen, nämlich Flöz Sonnenschein, Flöz Präsident, Flöz Girondelle und Flöz Fine Frau, abgebaut, wobei man möglichst große Flächen zusammenhängend auskohlte, um eine möglichst gleichmäßige Absenkung zu erzielen. Insgesamt, bis zur Stilllegung der Zechenanlage Westende im Juli 1968, wurde unter dem Hafengebiet ein Kohlenfeld mit etwa 10 Millionen Tonnen Kohle abgebaut. Die Flöze wurden nach dem Ausbau der Kohle zum Teil wieder mit Gesteinsmaterial verfüllt. Bei anderen ließ man die Hohlräume gezielt einstürzen. Hierbei wurde der Fokus gegen Ende 1955 auf die Schleusenanlage 1, in Meiderich zum Rhein-Herne-Kanal gelegt. Hier waren die Verhältnisse, genau wie an der Rohrschleuse für die Schifffahrt besonders schwierig. In Niedrigwasserzeiten konnten diese beiden Schleusen vollgeladene Schiffe nicht mehr aufnehmen. Die Schiffe mussten also im Rohrorter Hafen vorher geleichtert werden. Die Meida-Icher Schleuse 1 sollte nach Möglichkeit um etwa 2 Meter abgesenkt werden. Dafür wurde als erstes der Abbau von Sonnenschein zur Absenkung der Schleuse 1 aufgenommen. Im Frühjahr 1957 war am Unterhaupt dieser Schleuse das erste angestrebte Senkungsziel von 45 cm erreicht. Am Oberhaupt war sie dagegen nur um 9 cm abgesunken, das heißt die Schleuse hatte in der Lenksachse eine Schiefstellung erlitten, die allerdings bei einer Länge von 180 Meter keine Erschwernisse im Schleusenbetrieb zur Folge hatte. An dieser Meidericherschleuse Schleuse konnte nur insgesamt eine Absenkung von etwa einem Meter erreicht werden. Schuld war eine geologische Verwerfung im Bereich dieser, und der Rohrschleuse, die gemäß der Anordnung des Bergamtes Duisburg nicht abgebaut werden durfte. Diese geologische Verwerfung war die einzige falsche Voraussetzung in der ursprünglichen Planung der Zeche. Um aber auch die Schleusenanlagen 1 auf das später erreichte Maß von einem Meter abzusenken, wurde hierzu das tiefer gelegene Flözfine 0,8 Meter Kohle, im Bruchbau abgebaut. Eine negative Auswirkung auf die Tagesoberfläche passiert nicht, danach erfahrenswerten eine Schädigung von zutage gehende Bruchzonen durch den Teufensprung deutlich abgemildert wurden. Der Abbau der Kohlelagerstätten führte zu einer Senkungsmulde an der Oberfläche über dem Zentrum der Zone, aus der die Kohle entnommen wurde. Die Zerrungszone trat an den Rändern des so gestörten Bereichs auf, weil die Länge des Bereichs zunahm, während sich die Pressungszone direkt über der Zone aufbaute, aus der die Kohle entnommen wurde. Die Zerrungsspannungen verursachten Risse in Gebäuden, Brüche in Leitungen und Kabeln, sowie das Trennen von Schienenfugen. Störend waren aber mehr die Pressspannungen, die sowohl zu größeren Schäden an Gebäuden, als auch zur Verformung von Schienen, Kabelschutzrohren mit Kabeln und Rohrinstallationen führten. Wie zuvor gesagt, die Kohle wurde aus drei aufeinander folgenden Flözen gewonnen. Der Steinkohlenbergbau erstreckte sich über eine möglichst große Fläche, um relativ gleichmäßige Senkungen zu erreichen. Die Abbauflächen waren etwa 200 Meter breit und erstreckten sich von einem Aushaltspunkt aus in beide Richtungen, Abbildung 5. Aus technischen Gründen musste jeder Streb seinem Nachbarn ein gewisses Stück voraus sein. Der Abbau in den verschiedenen Strebs musste gleichmäßig ablaufen, um das Auftreten von Zusatzbelastungen an den Gebäuden so gering wie möglich zu halten. Eine solche Koordinierung der Abbauarbeiten hat die Sache für die Zeche Westende sicherlich erschwert. Diese Vorgehensweise musste jedoch für die Sicherheit der existierenden Installationen an der Tagesoberfläche gemacht werden. Die Wahl des ersten Aushaltspunktes war für die Oberflächeninstallationen von besonderer Bedeutung. Da sich über seiner Mitte Pressspannungen aufbauten, wurde der Aushaltspunkt dort gewählt, wo Störungen nur minimale Schäden verursachen, zum Beispiel unter der Mitte eines Hafenbeckens. Dem Ortsbrust, wo also untertage der Vortrieb stattfand, ging die Zone der Zerrungen voraus, gefolgt von der Pressspannung über der Mitte des Förderbereichs, das bedeutete, dass die übertage entstandenen Zerrungsspannungen teilweise durch die nachfolgenden Pressungsspannungen neutralisiert wurden. Die unterschiedlichen Senkungsbeträge ergaben sich durch einen Abbau, bei dem unterschiedlich stark mit Versatz gearbeitet wurde bis hin zum Bruchbau. Bei der Bruchbauarbeitsweise wurden Senkungen zwischen 80 und 90 cm erreicht, bei Blasversatz etwa 50 bis 60 cm. Abgebaut wurden die Flötze Sonnenschein 0,8 bis, bis 1 Meter, Präsident 1,1 bis 1,3 Meter und Girondelle mit 0,9 Meter. Da die beiden ersten mächtiger waren als erwartet, arbeitete man in Flötz-Girondelle nicht mit dem vorgesehenen Bruchbau, sondern mit Blasversatz. Wenn die Arbeiten reibungslos verliefen und keine Fehler auftraten, konnte der Abbau eines 200 Meter breiten Strebs mit etwa 2 bis 3 Meter Fortschritt pro Tag gemacht werden. Als der Abbaubetrieb seinen Höhepunkt erreichte, stiegen die Senkungen auf etwa einen Zentimeter pro Tag. In einem speziellen Fall erreichten die Absenkungen sogar zwei Zentimeter am Tag. Die Absenkungen an der Oberfläche waren wellenförmig sichtbar und entsprachen dem Fortschritt des Bergbaus, wodurch sich das Gefälle der Eisenbahngleise und Rohrinstallationen veränderte. Hier ist ein Bild aus unserer Zeit, das in einer schönen Luftaufnahme die Berliner Brücke zeigt. Diese führt von links aus gesehen über die Ruhr, den Rheinherne-Kanal mit den zwei Schleusen und die Rohrroter-Hafenbecken. Genau hier in diesem Bereich, aber einige hunderte Meter tiefer in der Erde war das damalige Hauptarbeitsfeld der Zeche Westende, und zwar in der Zeit von 1955 bis Mitte 1968. Nur wenige von uns wissen noch, dass hier damals untertage schwer von Bergleuten geschuftet wurde, um die Steinkohle abzubauen. Das folgende Bild hier zeigt den fast majestätisch wirkenden Kampfschachtförderturm bei sehr düsterem Wetter um die 1967 von der Mühlenfelder Straße ausgesehen von dem der Kohleabbau unter den Roroter Häfen ausging. Aus der gleichen Sicht ist das nächste Bild was uns auch bei düsterem Wetter einen Blick auf das Gebäude der Kohlenwäsche mit Verladung und rechts davon ist noch ein kleiner Teil des Maschinenhauses sichtbar. Auf der linken Seite also vor dem Hochofen 5 des Roroter Hüttenwerkes ist das Zechenbüro mit der Waschkaue zu sehen. Danach folgt ein Bild von dem Maschinenhaus-Innenraum mit einem elektrischen Siemens-Antriebsmotor hier mit der Drehscheibe und den Seilen für die Förderkörbe. Ebenfalls wissen die wenigsten von uns, dass sich im Bereich des früheren Nordhafens bis zum Rohrwehr eine starke unterirdische Verwerfung existiert, die verhinderte, dass die beiden Schleusen Ende der 50er Jahre über zwei Meter abgesenkt werden konnten. Wie mein Vater mir einmal erzählte, nannte man diese Verwerfung auch den beeker sprung das Duisburger Bergamt verbot damals den Abbau dieser Verwerfung, was auch verständlich war, wenn man sich alleine das große Bauwerk der Berliner Brücke anschaut. Auch erwähnte mein Vater, dass die meisten Abbauarbeiten für die Hafenabsenkung auf der Zeche von der dritten und sechsten Sohle aus stattgefunden haben. In den Jahren 1965 bis 1967 wurde auch unter dem Nordhafen Kohle abgebaut, um diesen Hafenteil ebenfalls abzusenken. Wäre der Abbau unter Tage planmäßig verlaufen, hätten die Vorkehrungen beim Neubau des Nordhafens der 1958 war wahrscheinlich auch genügt, um die Erdverschiebungen auszugleichen. Der Abbau verlief aber wieder erwarten nicht planmäßig. So gab es für den Nordhafen eine prekäre Situation, als unter Tage eine tektonische Störung einen gleichmäßigen Abbau verhinderte. Im östlichen Teil des Hafens musste ein Teil der Kohle stehen bleiben, sodass das Senkungsmaß von 1,5 Meter an dieser Stelle nicht erreicht wurde, während im westlichen Teil die Absenkung voll durchgeführt wurde. Es entstand quer durch den Hafen gewissermaßen eine Stufe. Dass solch eine ungleichmäßige Absenkung nicht ohne Einwirkung auf den Arbeitsablauf blieb, liegt auf der Hand. Für den hinteren, den östlichen Teil des Hafens, blieb es Thyssen danach nichts anderes übrig, als die Sohle durch Ausbaggerung abzusenken, was nicht ganz ohne nachteilige Nebenerscheinungen auch gemacht wurde. Am 6. September 1963, es war ein Freitag als wir Schulkinder aus Beek den 4,5 Kilometer langen Weg nach Meiderich zur Bürgermeisterpützstraße liefen um die Eröffnung der Berliner Brücke zu sehen. Das Wetter war zwar bedeckt aber es regnete nicht. Die Brücke war zu der Zeit die längste Brücke Europas. Man wird sich hier zurecht fragen, was hatte die Zeche Westende mit der Berliner Brücke zu tun? Keine Sorge, die Antwort kommt gleich. Da waren damals mehrere hunderte von Schulkindern und 400 Ehrengäste anwesend, die alle ebenfalls zur Eröffnungsfeierlichkeit kamen. Der bei uns sehr beliebte regierende Bürgermeister von Berlin und spätere Bundeskanzler Willy Brandt eröffnete die Berliner Brücke um 11.15 Uhr und hielt eine Rede. Duisburgs Oberbürgermeister Seeling war dabei stets an seiner Seite. Die Grundsteinlegung für das Bauwerk war am 8. Juli 1960. Danach besuchte Willy Brandt, zu der Zeit noch regierender Bürgermeister von Berlin, die Baustelle im Jahr 1961. Die teuersten vorbeugenden Maßnahmen gegen Bergschäden wurden an der Berliner Brücke gemacht. So war es anfangs 1960 eine der kostspieligsten vorbeugenden Sicherungsmaßnahmen, die durch die Rorota-Hafenabsenkung an der 1824 Meter langen Berliner Brücke gemacht werden mussten. Die Kosten wurden zwischen der Zeche Westende und der Brückenbaubehörde der Stadt Duisburg geteilt. Die Stahlbeton-Hohlkastenträgerkonstruktion erforderte eine zusätzliche Verstärkung. Dazu kam, dass die Brückenstützpfeiler so eingebaut werden mussten, dass sie nach Belieben reguliert werden konnten, um die zukünftigen verschiedenen Bodensenkungen auszugleichen. Das war eine technische Besonderheit. Insgesamt wurden 160 solcher Adjustierpressen an den Füßen der Stützpfeiler eingebaut. Während der Setzungszeit wurde die Brücke einmal im Monat vom Dach eines einen Kilometer entfernten Hochhauses aus detailliert vermessen. Das Hochhaus war nicht von den Setzungen betroffen. Von diesem Hochhaus konnte man die gesamte Brücke gut vermessen. In der Regel war es notwendig, eine ganze Reihe von Pfeilern zusammen mittels der hydraulischen Pressen neu zu adjustieren. Es wurden 1,5 Stunden für jeden Pfeiler benötigt. Die Absenkung und Ausrichtung der Brücke erfolgte ohne Verkehrsunterbrechung. Die größten Brückensetzungen der aus sieben Einzelteilen bestehenden Brücke, wobei drei aus Stahl und vier aus Spannbeton waren, betrugen bis zu zwei Meter. Hierbei wurden die überhöhten Steigungen der Brücke nach Abschluss des Bergbaus weitgehend abgeflacht. Die Brücke überstand die Bodensetzungen ohne Schaden. Sobald die ersten Senkungen im Hafen stattgefunden hatten, wurde es allen Beteiligten klar, dass eine ständige und sehr sorgfältige Überwachung der Hafenanlagen erforderlich sein würde. So fanden in den ganzen Jahren bis Mitte 1968 jeden Donnerstag Sitzungen statt, und das mehr als 400. In den Sitzungen wurden schnell die notwendigen Entscheidungen getroffen, um größere Schäden an Bauwerken in den Häfen, sowie Betriebsstörungen zu vermeiden. An jedem Treffen nahmen insgesamt 10 bis 16 Vertreter der Hamborner Bergbau AG, der Zeche Westende, der Bundesbahn und des Hafenbaubetrieb teil. Auf die vorbereitete Tagesordnung folgte immer eine Diskussion aller Fragen rund um den Bergbaubetrieb. Es wurde entschieden, dass die Kohleförderung von der Zeche Westende in den Hafenrandgebieten aus technischen Gründen nicht gemacht wurde. Dadurch verdichteten sich die Senkungen, die zuerst am Rand des Abbaugebietes recht flach waren, nun stark, was aber die Absenkung des Hafengebiets nicht beeinträchtigte. So wurde der Bergbau unter den Häfen im Sommer 1968 eingestellt, vier Jahre früher als im Vertrag vorgesehen. Die Zeche Westende musste ihren Betrieb einstellen, weil die Kohlevorräte zur Neige gingen. Der tatsächliche Zustand der Hafensetzung könnte den Eindruck erwecken, dass das Endergebnis ganz anders war als ursprünglich geplant. In den Becken A, B und C wurde das Abbauziel jedoch vollständig erreicht und teilweise sogar übertroffen. Tatsächlich betrug die Entsenkung im hinteren Bereich der Becken A und B 2 Meter statt wie ursprünglich geplant 1,8 Meter. Nur in der Mitte des Nordhafens, wie bereits gesagt, herrschten ungünstige Verhältnisse, weil dort die Absenkungslinien durch die Unmöglichkeit des Abbaus des oberen Nordhafens sehr stark zusammengedrückt wurden. Folglich ergab sich auf einem kurzen Abschnitt dieser Uferlinie ein Gefälle von 1 Meter. Die Zeche Westende musste die umfangreichen Richtarbeiten an den Kranbahnen durchführen und finanzieren, während die Hafenbehörden für die zusätzlichen Arbeiten an den Böschungen verantwortlich waren. Über die zwei Schleusen sprachen wir ja bereits, und die Absenkungsergebnisse waren hier durch die unterirdische Versetzung weniger als geplant. Hier ist das zusammenfassende Zitat von Hermann Bumm, den damaligen Hafendirektor, aus seinem Aufsatz Die Absenkung der Roroter durch den Kohleabbau. Der Abbau der Kohle unter den Häfen erfolgte in Bergmännisch so hervorragender Weise, dass er für die Duisburg-Roroter Häfen AG mit den beschriebenen Einschränkungen ein voller Erfolg gewesen ist. Hervorzuheben seien an dieser Stelle nochmals die ganz außergewöhnlichen Leistungen der Markscheider, die den Abbau der Kohle gesteuert und in größter Genauigkeit der Setzungen und ihre Folgen vorausgesagt haben, so dass mit den vorbeugenden Maßnahmen die Schäden in tragbaren Grenzen gehalten werden konnten. Es mag für Außenstehende kaum glaubhaft sein, dass man ein so kompliziertes Gebilde wie einen Hafen mit seinen umfangreichen vielseitigen Bauanlagen um zwei Meter absenken kann, indem man praktisch den Boden unter ihm wegzieht. Aber die jahrelangen Erfahrungen und die großen Fachkenntnisse der Markscheider und Bergleute haben gezeigt, dass es trotz allen gegenteiligen Vorstellungen möglich war. Jetzt, da dieses einzigartig interessante Projekt vollendet ist, können alle, die daran beteiligt waren, und in guter einträchtiger Zusammenarbeit mit großem Pflichtgefühl ihre Arbeit erfolgreich beendet haben, stolz mit großer Zufriedenheit darauf zurückblicken. Darauf gab es natürlich einen guten Bergmann-Schnaps. Umgangssprachlich wurde er auch als Kumpeltod bezeichnet. Na dann Prost zusammen! Hier sind nochmal alle in einer Zusammenfassung bekannten Förder- und Belegschaftszahlen von 1950 bis 1967 des Kampfschachtes. Das von mir erstellte Chart gibt uns eine gute Übersicht wie das Ganze aussah. Im Jahr 1950 wurde eine Förderung von 520.710 Tonnen Steinkohle erbracht, die Belegschaftsstärke lag bei 2.348 Mitarbeitern. 1955 waren es 489.800 Tonnen mit der Belegschaft von 2.257 Mann. Es folgte in der Berichterstattung das Jahr 1960, und da stieg die Förderung auf 708.820 Tonnen Steinkohle, die Belegschaftsstärke lag bei 2.042 Beschäftigten. Danach im Jahr 1965 wurden 750.000 Tonnen Steinkohle gefördert mit einer Belegschaft von 2.037 Mann. Dann folgte das Jahr 1967 mit einer Förderung von 749.800 Tonnen Steinkohle und die Belegschaftsstärke lag bei 1560 Mitarbeitern. Wo ich gerade hier über Mitarbeiterzahlen gesprochen habe, sollte nicht unerwähnt bleiben, dass im Jahr 1962 der Hamburger Bergbau für griechische Bergleute ein Bildwörterbuch in griechisch-deutsch mit 100 Seiten herausgegeben hat. Auf der hier gezeigten Seite 54 war eine Schematik des Kampfschachtes abgebildet. Man lernte Deutsch auf Westende. Es gab unter anderem die Begriffe Wagen eingleisen, An- und Abkennebeln und Wettertür. Es folgen zwei Bilder mit dem Titel Elektrikuntertage, die eine Gleichrichteranlage und einen Schaltraum zeigen. Man kann noch etwas die Beschriftungen an den Einrichtungen erkennen. Der elektrische Strom für den Kammschacht kam von der Phoenix Hütte über eigene Werksleitungen und ab 1955 von dem nahegelegenen Hermann Wenze Kraftwerk, das von der Hütte mit Gicht und Kokereigas versorgt wurde. Selbstverständlich hatte man vor allem in den 60er Jahren im Kampfschacht einen sehr viel höheren Stromverbrauch als in 1872 auf Westende 1. Der Kammschacht war der vierte Schacht von Westende. Dieser Schacht war, ich sage es noch einmal, eine richtige Hüttenzeche umgeben von Kokereien und Hochöfen. So etwas gibt es heute schon lange nicht mehr bei uns. Steinkohlebergwerk, Kokerei und Eisenhütte sehr nahe zusammen. Etwas vergleichbar von dem Umfeld her war der bereits in 1959 stillgelegte Schacht 4 der aber im Kontrast zum Kammschacht im Wittfeld sehr viel Platz hatte. Da gab es auch eine große Kokerei, wo heute Ikea draufsteht, und das Hüttenwerk Meiderich, das aber mit 880 Meter etwas weiter entfernt war. Eine richtige Duisburger Hüttenzeche war die alte Bruckhausener Schachtanlage 37, die aber bereits 1931 stillgelegt wurde. Danach war die Schachtanlage noch als Wetterschacht tätig. Im Mai 1963 wurde der Schacht 3 verfüllt. Aber auch die Stunde für den Schacht 7 hatte geschlagen. Nach Beendigung der Raubarbeiten im stillgelegten Schacht Beekerwerth wurde er im Herbst 1963 auch verfüllt. Zwei alte Bruckhausener Fördertürme waren nach 68 Jahren verschwunden. Aber das war erst der Anfang mit dem Abbruch in Bruckhausen. Es kam alles noch viel dicker. Schacht 3 7 Schacht 3 7 rief damals der Straßenbahnschaffner noch laut, als ich Kind war an der Haltestelle. Alles vorbei, keiner ruft mehr Schacht 37. Zurück zu den Kampfschacht Westende. Hier ist etwas editiert von mir, was die Rheinische Post und die NRZ Duisburg damals im August 1968 schrieben. Am 31. Juli 1968 war das Ende für Westende da, und die aus der Zeche ausfahrenden Bergleute machten sich bereit, um Spalier am Förderkorb zu stehen. Dreimal läutete die Signalglocke, und der mit Girlanden geschmückte Kohlenwagen rollte aus dem Förderkorb. Die Zeche Westende in Laar hatte die letzte, von genau 48.881.595 Tonnen Kohle ans Tageslicht gebracht. Also rund 50 Millionen Tonnen feine Nusskohle sind in der rund 100 Jahre alten Schachtanlage zutage gefördert worden. Donnergrollen des plötzlich aufziehenden Sommergewitters begleitete den letzten Förderwagen auf der Fahrt in die Kohlenwäsche. Trotz aller Wehmut über das Sterben ihrer alten und traditionsreichen Zeche zeigten die Kumpel sogar etwas Humor. Bergleute unter Tage schienen einen riesigen Bedarf an Schnupftabak zu haben. Das zeigte jedenfalls eine humorvolle Karikatur, mit der die Westendener Kumpels den letzten Kohlewagen beschriftet hatten. Die Fördertonnen waren in Kilogramm Verbrauch an Schnupftabak umgesetzt, und die letzte Prise war auf dem eisernen Wagen zu lesen. Wehmut ließ auch Bergwerksdirektor Dr. Siegfried Batze, Vorstandssprecher des Hamborner Bergbaus, in dieser letzten produktiven Minute der Zeche nicht aufkommen, ehe er dem letzten Förderwagen freie Fahrt gab. Dr. Batze richtete seinen Dank an die vielen tausend Belegschaftsmitglieder, für die die Zeche in über 100 Jahren Berufsheimat gewesen sei. Er hob die große Aufgabe hervor, die die Schachtanlage in der Energieversorgung der Heimat Wacker erfüllt habe und zum guten Ende noch eine Großtat durch die Absenkung der duisburg Häfen geleistet hatte. Der Abschied von Westende wird uns sogar leicht gemacht, wenn wir das Positive in der Stilllegung erkennen. Die Konzentration der Förderung auf zwei wirtschaftliche Anlagen gibt uns Fortbestand für die Zukunft. Mein kurzer Kommentar. Der Hamborner frieder bergbau AG gelang es also in 15 Jahren nach der Besitzübernahme in 1953 drei Bergwerke im Duisburger Norden zu schließen, angefangen mit dem Schacht 48 in 1959, der Zeche Beeckerwert in 1963 und der Zeche Westende den Kampfschacht in 1968. Eigentlich war das keine rühmliche Leistung. Da hatte aber auch der Protestmarsch auf Bonn im September 1959 nicht geholfen, den 60.000 Bergleute gemacht hatten. Selbst die himmlischen guten Wünsche vom Kardinal Franz Hengsbach an die Bergleute halfen nicht. Es gab aber in Duisburg keine Bergarbeiterproteste wie diese in Wanne-Eickel, Herne und anderen Ruhrgebietsstädten massiv stattgefunden hatten. Schon etwas seltsam. Der schwerste Job, wie der Spiegel schrieb bei den Zechenstilllegungen fiel stets den Arbeitsdirektoren und Betriebsratsvorsitzenden zu. So musste der Arbeitsdirektor Dr. Terrorst und der Betriebsratsvorsitzende Mond vor die Belegschaft der Zeche Westende treten und den Kumpels verständlich machen, dass der Pütz sterben müsse. Arbeitsdirektor Dr. Terrorst der Hamborner Bergbau AG erwähnte hierbei noch einmal den wirksamen Sozialplan von Westende. Von den Belegschaftsmitgliedern werden 70 Prozent auf den Schacht 25 und Lohberg neue Arbeit finden. 15 treten in den Ruhestand und 15 Prozent kehren dem Bergbau den Rücken. Zur Vollständigkeit der Schacht 25 folgte acht Jahre nach Westende mit seiner Schließung. Nur Loberg hatte noch mehr Zeit. Den Schacht ging es erst 2005 an den Kragen. Die Friedrich Düssenbergbau AG trat bei den ausscheidenden Belegschaftsmitgliedern, denen die Abfindung zustand, in Vorleistung, ehe die Anpassungshilfe von der Europäischen Kommission in Brüssel bearbeitet war. Zahlreiche Belegschaftsmitglieder, die nach Loberg gingen, erhielten wegen des weiten Weges zur Arbeit als Zuschuss die Schillerlocke. Anmerkung. Die sogenannte Schiller-Locke war eine Unterstützung von ein paar tausend Mark für Bergarbeiter, die aufgrund der Zechenstilllegung ihren Arbeitsplatz verloren hatten und einen weiten Weg zum neuen Arbeitsplatz fahren mussten. Der Name Schiller-Locke war ein Scherzname, der von den Bergleuten kam und war bezogen auf den damaligen Wirtschaftsminister Schiller, dem Erfinder des magischen Quadrats in der Wirtschaft im Jahr 1966. Helmut Heidt. Damals Gewerkschaftssekretär zuständig für den Hamborner Bergbau erklärte als Zeitzeuge im Internet, wie sehr schwierig das alles war. Er war auch bei der Schließung von Westende dabei. Man stritt sich dabei um die Unterstützungszahlung, also die Schillerlocke, weil der Arbeitsweg angeblich nicht lang genug war vor Gericht. Teilweise ging es um 50 Meter. Dr. Batzel, der Vorstandssprecher der Hamborner Bergbau AG, sagte weiter. Die Wünsche der Westender Belegschaft nach Verlegung auf 2.5 oder Lohberg entsprechen genau unseren Vorstellungen. Noch eine Anmerkung von mir. Was sollten die Bergleute sich wünschen, wenn sie keinen Arbeitsplatz mehr hatten? Gewiss geht man dann nach 2.5 oder Lohberg. Es war zweifellos ein langer Arbeitsweg von Meiderich, La oder Beek zum Schacht Lohberg und das Hin und Zurück mit 36 Kilometer. Bei weitem kein Vergnügen aber ohne Alternative. Jetzt folgt nun ein Porträt von Josef Durscheid, einen Kumpel, den mein Vater bestimmt kannte, und das meiste von den hier Gesagten traf auch auf meinen Vater zu. Mit der letzten Förderschicht fuhr am 31. Juli 1968 auch der Bergmann Josef Durscheid von der dritten Sohle der Schachtanlage Westende aus. Der Tag der Zechenstilllegung bedeutete für den 55-jährigen Kumpel den Abschied vom Bergbau, Josef Durscheid trat wegen Invalidität vorzeitig in den Ruhestand ein. Im Gegensatz zu dem Vorstandssprecher Dr. Batzel war die Zeche Westende für Josef Durscheid das Berufsleben. Am 28. Januar 1928 begann er als Berglehrling bei der Lara Schachtanlage. Über 40 Jahre hat Durscheid unter Tage seinen Mann gestanden. Er war Hauer, ehe er, er zuletzt im Grubenausbau beschäftigt war. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge nimmt der verdiente Bergmann nun Abschied von seiner Zeche. Leicht fällt ihm das Ausscheiden aus dem Bergmannsleben nicht. Aber Josef Durscheid ist auch stolz, dass er den letzten Fördertag erleben durfte. Und voller Stolz kann er auch auf die Leistung der Zeche in der Hafenabsenkung zurückblicken, an der er als Belegschaftsmitglied Anteil hatte. In seiner Wohnung im Eggenkamp 40 in Bek wird Josef Durscheid den Ruhestand genießen. Für den Kleingarten bleibt mehr Zeit als vorher. Und wenn der pensionierte Bergmann auf seinen Spaziergängen einmal an den geschlossenen Zechentoren vorbeikommt, wird er sich gern an die Zeiten auf Westende erinnern. Zurück zu meinen Kommentaren. Der Großteil der Schachtanlage wurde schnell von Thyssen abgerissen. Wie in dieser Luftaufnahme von 1969 gut zu sehen ist waren das Büro mit der Waschkaue, die Kohlewäsche mit der Verladung, die Schuppen an der Mauer zur Larastraße bereits verschwunden. Ein Kran war gerade dabei das schöne Fördergerüst niederzubringen. Jedenfalls war auch das Betriebsgebäude mit der Waschkaue, das ursprünglich der Gemeinschaftsbetrieb Eisenbahn und Häfen noch übernehmen sollte auch weg. 1972 waren, wie aus diesem Luftbild ersichtlich immer noch Arbeitsaktivitäten am Schacht zu sehen. Zudem standen viele Eisenbahnwaggons auf dem Gelände. Anscheinend zeigt das Bild die letzten Schachtverfüllungsarbeiten. Der Name Westende verschwand letztendlich vollständig mit dem Abriss der vom Schacht gegenüberliegenden Kokerei Westende gegen Ende 1973. Die Koks-Tradition reichte hier zurück bis 1880. Das Video habe ich in Andenken an meinen Vater, den Kohlenhauer Johann Schwebs und seinen Kameraden, den Kumpels von Westende gemacht, von denen ich als Kind so einige kannte, und von denen meine Jugend so geprägt wurde. Rau im Ton aber herzlich. Ein Nachtrag von mir. Der Vater von dem Westende Schacht 4, der Generaldirektor Wilhelm Heinrich Kamp, würde sich im Grab umdrehen, wenn er wüsste, was aus dem Stahlriesen der Phoenix AG für Bergbau und Hüttenbetrieb geworden ist. Glück auf!